Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich ganz außerordentlich, Sie alle heute Abend hier im Saal und im Livestream bei der Friedrich-Ebert-Stiftung willkommen zu heißen. Mein Name ist Marius Müller-Hennig und ich betreue seit Sommer letzten Jahres den Arbeitsbereich Innere Sicherheit und Rechtspolitik im Referat Beratung der Friedrich-Ebert-Stiftung zusammen mit meiner Kollegin Indira Krömer, die Sie am Eingang getroffen haben und bei der ich mich auch schon mal für die gute Vorbereitung der Veranstaltung bedanken möchte. Aufgrund der Pandemie ist dies tatsächlich das erste und die lange Veranstaltung, die erste öffentliche Veranstaltung, die wir wieder zum Thema innere Sicherheit anbieten können und auf die wir uns auch entsprechend sehr gefreut haben. Einige von Ihnen werden vielleicht bemerkt haben, dass die Kolleginnen der internationalen Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung heute auch eine große Konferenz zum Thema Zeitenwende ausgerichtet haben in unserem anderen Haus. Und die zeitliche Koinzidenz mit unserer Veranstaltung heute Abend war tatsächlich so gar nicht geplant. Passt aber meines Erachtens ganz hervorragend ins Konzept. Die Idee für die heutige Podiumsdiskussion reicht tatsächlich schon viel früher zurück, nämlich in den Herbst des letzten Jahres, als von Zeitenwende noch gar keine Rede war. Es zeichnete sich aber schon damals in den Sondierungs- und Koalitionsgesprächen ab, dass die neue Regierung tatsächlich erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik eine nationale Sicherheitsstrategie entwickeln und verabschieden würde. Und damals saß ich zusammen mit Jan Rautzus, unserem heutigen Moderator, und wir haben überlegt, was man zu dem Thema machen könnte. Und wir haben uns entschlossen, wir müssten noch eine Veranstaltungsserie zu Fragen der inneren Sicherheit auflegen. Eine Veranstaltungsserie, die Impulse für den Strategiebildungsprozess gibt, aber die auch in die breitere Öffentlichkeit ausstrahlen sollte und dort auch die Diskussion zu Fragen der inneren Sicherheit anregen sollte. Dabei ist die innere Sicherheit, das muss ich den meisten hier Anwesenden nicht sagen, politisch ja natürlich ein durchaus schwieriges Thema. So gilt es einerseits, dem staatlichen Schutzauftrag für alle Bürger gerecht zu werden, unabhängig davon, wie arm oder reich sie sind. Sicherheit quasi als zentrales öffentliches Gut. Und auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, dass man die Grundrechte des Einzelnen vor zu weitgehenden Eingriffen und Einschränkungen im Namen der Sicherheit schützt. Gerade aus Perspektive der sozialen Demokratie ist es wichtig, hier überzeugende Antworten auf diese schwierigen Spannungsfelder zu geben. Und hierfür bieten wir mit dieser Veranstaltungsserie einen entsprechenden Raum. Wir werden uns mit verschiedenen Formen der Bedrohungen und Risiken auseinandersetzen. Und wir werden uns auch mit den Akteuren auseinandersetzen, die Sicherheitspolitik in Deutschland gestalten. Als sich nun abgezeichnet hat, dass wir in quasi Überlappung mit der Tiergartenkonferenz heute zum Thema Zeitenwende eine höchst prominente, in Anführungszeichen, Konkurrenz aus dem eigenen Haus haben würden, haben wir natürlich schon überlegt, ob wir das Ganze nochmal umdrehen sollen und vielleicht auch mit einem Thema einsteigen aus dem Bereich innere Sicherheit, was der Zeitenwende auf den ersten Blick näher liegen könnte. Zum Beispiel Frage der ausländischen Einflussnahme in innere politische Prozesse, Fragen der Spionageabwehr oder der hybriden Bedrohung im Cyberraum oder im Informationsraum. Wir haben uns dann aber ganz bewusst dafür entschieden, an unserem ursprünglichen Auftaktthema, nämlich Terrorismus und Extremismus, festzuhalten. Denn gerade jetzt, wo sich die sicherheitspolitische Diskussion aus sehr nachvollziehbaren Gründen auf andere Fragen, nämlich auf Fragen von Landes- und Bündnisverteidigung, die internationale Ordnung konzentriert, macht es doch besonders viel Sinn, die Aufmerksamkeit ganz gezielt und bewusst noch einmal auf Fragen von Extremismus und Terrorismus zu richten. Denn das, meine Damen und Herren, waren doch die Themen, die uns die letzten zwei Jahrzehnte sicherheitspolitisch extrem stark geprägt haben. Und sie werden sicherlich nicht von heute auf morgen nur deshalb weniger bedeutsam, weil andere Probleme und Konflikte auf der politischen Agenda nach oben rücken. Daher wollen wir heute mit renommierten Expertinnen einen vertieften Blick auf internationale Trends und Entwicklungen im Bereich Extremismus und Terrorismus werfen und diskutieren, wie denn die deutsche Sicherheitspolitik auch während und nach der Zeitenwende den damit verbundenen Herausforderungen gerecht werden kann. Lassen Sie mich nun kurz noch die Gelegenheit nutzen, um Ihnen unseren Moderator für heute Abend vorzustellen. Jan Rautzus arbeitet seit 2016 im Bereich Sicherheitsbehörden, spricht und moderiert heute aber selbstverständlich nur als Privatperson. Er war zuvor als Journalist tätig und hat dort auch zu Themen der inneren Sicherheit berichtet. Er hat in London und Zürich politische Wissenschaft studiert und ich freue mich sehr, dass er nicht nur heute Abend die Moderation übernimmt, sondern dass er auch zusammen mit uns überhaupt erst dieses neue Format angedacht und mitkonzipiert hat. Schließlich noch ein paar Hinweise praktischer Natur, weil wir eine hybride Veranstaltung haben mit einer Zuschaltung aus Washington DC und auch mit Zuschauern im Livestream in englischer und deutscher Version. Wir bieten Ihnen die Simultanübersetzung an, auf Deutsch und Englisch, hier im Saal mit den entsprechenden Geräten, die Sie vorne, falls Sie noch keins haben, abholen können. Kanal 1 ist Deutsch, Kanal 2 ist Englisch.
Wir haben auf unserer Veranstaltungswebseite beide Livestreams eingebettet und auch eine Chatfunktion, die Sie gerne nutzen können. Sie ist zwischen den beiden Livestreams positioniert. Und wir werden auch in Ergänzung zu dem Livestream im Anschluss an die Veranstaltung voraussichtlich einen Mitschnitt im Internet zur Verfügung stellen. Nach den Inputs der drei Referenten und einer kurzen Diskussion auf dem Podium öffnen wir die Diskussion dann für Fragen aus dem Saal. Aber Sie können natürlich auch parallel zum Livestream, wie schon angedeutet, Fragen und Kommentare über das Chatprogramm Tweetback an unser Podium richten, von denen wir dann eine Auswahl an den Moderator weiterreichen. Dieses Chatprogramm ist, wie gesagt, auf der Homepage eingebettet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Sowohl bei Fragen aus dem Saal als auch bei Fragen aus dem Chat wäre es sehr nett, wenn Sie sich kurz vorstellen könnten. Sofern Sie eine konkrete Frage haben, richten Sie diese dann bitte an einen oder eine unserer SprecherInnen. Ich weise zudem auch noch darauf hin, dass wir den Chat moderieren. Wir behalten es uns vor, unangemessene Kommentare beispielsweise dann nicht freizuschalten. Das soll aber an Housekeeping zu Beginn reichen. Ich freue mich ganz außerordentlich auf die Diskussion, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse und übergebe an Jan. Herzlichen Dank. Wunderbar. Vielen Dank, Marius, für die freundlichen Worte und für das Willkommenheißen hier. Wir gucken noch mal eben ganz kurz, dass wir die letzten technischen Sachen geregelt kriegen. Das gibt mir aber Gelegenheit auch Sie willkommen zu heißen zu unserer Veranstaltung. Ich bin tatsächlich auch sehr glücklich, dass wir es geschafft haben, nach der Diskussion, die wir im Herbst hatten, diese Veranstaltung hier heute möglich zu machen. Und ich bin sehr froh, dass Sie alle den Weg hierher gefunden haben. Und bin mir sicher, wir werden eine sehr spannende, informative und aufschlussreiche Veranstaltung hier heute Abend zusammen haben. Es wird meine Aufgabe sein, noch ein paar einleitende Worte zu sagen zu dem Thema, das Thema kurz einmal anzureißen und dann auch die Referentinnen vorzustellen. Und an der Stelle will ich einfach beginnen. Demokratie und Freiheit müssen gegen ihre Gegner verteidigt werden. Ich finde es sehr passend, dass wir heute Abend eine Friedrich-Ebert-Stiftung sind, weil ich glaube, dass insbesondere Sozialdemokraten das aus ihrer Geschichte wissen. Uns ist durchaus bewusst, dass die Diskussion sehr schwierig sein kann. Sie ist oft ideologisiert, sie ist oft polarisiert. Im akademischen Betrieb bleibt sie oft hängen auf Diskussionen über Definitionen. Trotzdem müssen wir sie haben. Trotzdem glaube ich, dass wir den Gegenstand, über den wir hier heute sprechen, uns anschauen müssen. Denn nur wenn wir wissen, worüber wir reden oder uns annähern an diesen, können wir auch entscheiden und uns überlegen, wie wir als Gesellschaft und Staat damit umgehen. Im Haus da drüben ist heute unter dem Begriff Zeitenwende über Außen- und Sicherheitspolitik diskutiert worden. Vor etwas über 20 Jahren gab es auch mal schon einen Zeitpunkt, der von vielen in den Medien und der Politik als Zeitenwende bezeichnet worden ist. Das war der 11. September 2001. Dieser Moment hat den internationalen islamistischen Terrorismus auf die internationale Agenda gehoben. Und er hat ihn auch auf die deutsche Agenda gehoben und in den Fokus der gesellschaftlichen Diskussion und der sicherheitspolitischen Arbeit und in die Arbeit der Sicherheitsbehörden gestellt. Die extreme Natur dieser Anschläge war einer der wichtigsten Gründe, dass wir danach vor allen Dingen über dieses Thema gesprochen haben. Das Thema hat alle anderen Phänomenbereiche im Extremismus, im Terrorismus eigentlich überlagert. 2011 wurden dann die Morde und Gewalttaten des nationalsozialistischen Untergrunds als rechtsextreme Verbrechen bekannt, offengelegt. Viele haben leider erst dann gemerkt, dass das Thema Rechtsextremismus bis dahin vernachlässigt worden ist. Heute sind wir immer wieder mit Anschlägen und Anschlagsplänen bis zum heutigen Tag aus islamistischen und rechtsextremen Motiven konfrontiert. Im Rahmen der Corona-Epidemie, aber auch schon davor, wurde der gefährliche gesellschaftliche Einfluss von Verschwörungsideologien immer deutlicher. Und erhebt zumindest für mich, aus meiner persönlichen Meinung, auch hervor, dass es eigentlich immer ein Fehler ist, Extremismus als gesellschaftliches Randgruppenphänomen zu betrachten. Gerade Verschwörungsideologien, und ich bin mir sicher, Miro wird da nachher was zu sagen, und er nickt schon fleißig,
Gerade Verschwörungsideologien finden gerade den Anschluss in ihre Mitte der Gesellschaft. Viele von uns haben erlebt, dass dann Verwandte, Freunde auf einmal seltsame Ideen entwickelten. Dieser ganz kurze Abriss soll einmal aufzeigen, wie vielfältig die Beschäftigung mit diesem Themenbereich mittlerweile geworden ist. Und gerade weil es so komplex geworden ist, brauchen wir Menschen, die uns das erklären. Und deswegen bin ich froh, dass wir so hochkarätige Expertinnen gewinnen konnten, die ich an dieser Stelle Ihnen dann alle einmal vorstellen möchte. Und zwar in der Reihenfolge, wie Sie heute Abend sprechen. Ich beginne mit Dr. Tora Hamming. Er ist Experte im Bereich des islamistischen Terrorismus. Er hat für seinen Masterabschluss an der Sciences Po in Paris studiert. Er hat promoviert am European University Institute in Florenz mit einer Studie zu der internen Dynamik der dschihadistischen Bewegung. Die Ergebnisse dieser Promotion erscheinen demnächst als Buch bei Hearst und Oxford University Press. Er leitet jetzt seine eigene Beratungsfirma und arbeitet dabei mit internationalen Klienten zum Thema militanten Islamismus. Er ist außerdem Senior Research Fellow am International Institute for the Study of Radicalization am ICSR am King's College in London. Aus Washington DC ist uns zugeschaltet, da oben auf dem Bildschirm, Professor Funtia Miller-Idris. Professor Miller-Idris hat einen ziemlich umfassenden und beeindruckenden Lebenslauf, auf dem ich aufgrund dieses Umfangs leider nur wirklich in Auszügen zitieren kann. Und ich hoffe, ihr gefällt, was ich da ausgesucht habe. Sie ist Professorin an der American University in Washington DC und leitet dort das Polarization and Extremism Research Lab, PARL. Sie ist anerkannte Expertin im Bereich der Rechtsextremismusforschung und hat insgesamt 6 Bücher geschrieben oder herausgegeben. Zuletzt Hate in the Homeland, The New Global Far Right und Gone Mainstream, Commercialization and Far-Right Youth Culture in Germany, also in Deutschland. Und ich glaube, ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, dass sie sehr viel auch Feldforschungserfahrung gerade in Deutschland hat. Sie ist regelmäßig Referentin bei Anhörungen im amerikanischen Kongress und wird als Expertin von Medien interviewt. Unter anderem auch zum Beispiel von der Deutschen Welle. Sie ist Mitglied des Internationalen Beirats des Centers for Research on Extremism, CREX in Oslo, und Mitglied des Tracking Hate and Extremism Advisory Committee des Southern Poverty Law Center, das vom Namen her zumindest einigen etwas vermutlich sagt. Über Verschwörungsideologien heute Abend referiert Miro Dietrich, da auf der sozusagen von mir entferntesten sitzend. Er ist einer der Gründer des Center für Monitoring und Analyse und Strategie CEMAS hier in Berlin, das im vergangenen Jahr gegründet wurde. Das Center beschäftigt sich mit Verschwörungsideologien, Desinformation, Antisemitismus und Rechtsextremismus. Es berät Entscheidungsträgerinnen aus Zivilgesellschaft, Medien und Politik. Miro Dietrich war vorher lange Projektleiter bei der Amadeo Antonio Stiftung und ist immer wieder als Experte in deutschen und internationalen Medien präsent. Insgesamt blickt er auf eine Erfahrung von 7 Jahren. An der Stelle wollen wir tatsächlich dann auch direkt einsteigen in die Vorträge. Und ich übergebe Tore das Wort. Vielen Dank. Hello everyone. Hallo und schönen guten Abend. In Denmark, where I'm from, we start to learn German. In Dänemark habe ich Deutsch gelernt, machen wir immer in der zweiten Klasse. Und ich habe 8 Jahre lang Deutsch gelernt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dem Kollegen 5 Minuten zugehört und ich habe echt kaum was verstanden. Das hat mich total geschockiert. Und dann war es wirklich gut, dass ich die Kopfhörer aufsetzen konnte. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier in Berlin sein zu dürfen, vor allem bei diesem tollen Wetter. Das ist echt klasse da draußen. Und ich freue mich auch, eingeladen geworden zu sein, denn aufgrund der Ereignisse in der Ukraine, aufgrund des Anstiegs des Rechtsextremismus, worüber wir später noch mehr hören würden, ist es so, dass Leute wie ich mit meiner Spezialität normalerweise nicht oft eingeladen werden, so wie das in der Vergangenheit der Fall war. Deswegen freue ich mich besonders, hier sein zu dürfen
um zu Ihnen sprechen zu dürfen über ein Thema, das offensichtlich von mir als ganz besonders wichtig erachtet wird. Einer der Gründe dafür, warum der Dschihadismus nicht so viel Aufmerksamkeit und Interesse bekommt, liegt daran, dass viele westliche Staaten ihre nationale Sicherheitsprioritäten im Laufe der Zeit verändert haben. Das ist ein Aspekt. Sehen Sie, nein, Sie sehen die Folien nicht. Oh, jetzt aber, wunderbar. But it's also because of the threat. Aber das liegt auch aufgrund der Wahrnehmung der Bedrohung durch Dschihadismus oder dem militanten Islamismus und wie dieses wahrgenommen wird. Denn im Westen sieht man den Dschihadismus an als etwas eng gefasstes, was die Sicherheit belangt. Keine Angriffe, keine Schwerpunkte gibt es dabei. Aber wie Sie an dieser Folie sehen können, ist es eine Zeit lang her, dass Al-Qaida oder ISIS einen Anschlag für sich reklamiert haben. Ich meine, am 2. November 2020 wurde der letzte Angriff durchgeführt durch die ISIS und im März 2019 hat der Islamische Staat seine letzte Kontrolle über Territorien in Syrien und Irak verloren. Und das erklärt zumindest teilweise, warum wir im Westen, wenn wir über oder mit Forschern, Politikern oder den Medien über dieses Thema sprechen, uns nicht so sehr auf den dschihadistischen Terrorismus konzentrieren. Ich habe nur 10 Minuten. Also vielleicht sind noch 8 davon übrig. Und ich werde keine umfangreichen Erklärungen abgeben oder Ähnliches. Ich möchte einfach nur ein paar Aspekte erwähnen, die ich ganz besonders wichtig erachte, wenn wir über globalen Dschihadismus sprechen. Wie sieht es in der Welt im Moment aus? Welche Trends kann man aufteilen in größere oder kleinere Entwicklungen? Ich möchte Ihnen damit nur versuchen zu beschreiben, was ich als die wichtigsten Dinge erachte, die man beobachten sollte. Und ich hoffe, dass ich auch vielleicht ein paar provokative Fragen stellen kann in der Diskussionsrunde, die später folgt. Die erste wichtige Beobachtung, die ich festgestellt habe, ist die Verlagerung in dem geografischen Zentrum der globalen dschihadistischen Gruppen. In den letzten paar Jahren haben der Islamische Staat und Al-Qaida ihre geografische Aufmerksamkeit mehr nach Afrika hin verlagert. Und ganz interessant, vor allem auf den Bereich in der Subsahara. Das sind Länder, die wir normalerweise mit islamischem Extremismus gar nicht in Verbindung bringen. Es gibt natürlich die bekannten Regionen wie Ägypten, Somalia und auch Sahel. Aber in den letzten Jahren gab es auch Aktivitäten des Islamischen Staates, vor allem in unbekannten Regionen wie in Mosambik, in Kongo oder in Mosambik. Da wurden Territorien durch den Islamischen Staat erobert. Und Sie sehen auf dieser Folie, dass jetzt im Jahre 2022 mehr als 50% der Provinzen des Islamischen Staates jetzt auf dem afrikanischen Kontinent zu finden sind. Seit dem 1. Januar 2022 sind Westafrika und Nigeria die Regionen, in denen der Islamische Staat die meisten Angriffe verübt hat. Dabei geht es also nicht nur um die Präsenz, sondern auch um die Intensität der Aktivitäten. Für Gruppierungen wie den Islamischen Staat, die wir normalerweise verbinden mit Regionen wie Irak oder Syrien, ist es jetzt so, dass die meisten Angriffe doch in Nigeria durchgeführt werden. Und die Übernahme Afghanistans durch die Taliban im August des letzten Jahres ist natürlich ebenfalls ganz besonders wichtig. Das hat uns alle sehr stark schockiert, mich inklusive. Und viele Leute hatten auch Angst bezüglich der Erwartungen in der Zukunft. Nicht unbedingt bezüglich der Aktivitäten der Taliban oder persönliche Sicherheitsbedrohungen für Menschen in der westlichen Welt, sondern was passiert mit dem Verbündeten von
der Taliban, Al-Qaida, was passiert mit dem Islamischen Staat, was haben wir von diesen Gruppierungen in der Zukunft zu erwarten, aus einem Afghanistan vielleicht heraus, wo ein sicherer Zufluchtsort für diese Gruppierungen zu finden ist. Es ist immer noch ein bisschen zu früh, konkret was darüber zu sagen. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, was mit Al-Qaida passieren wird in der Post-Taliban-Region in Afghanistan. Wir haben keine guten Anweise davon, aber wenn man die UNO-Berichte liest, dann wird doch deutlich, dass Al-Qaida gestärkt wurde nach der Übernahme der Taliban. Sie strukturieren sich neu, bauen sich neu auf mit finanziellen Ressourcen und auch innerhalb der Organisationsstrukturen. Das hat natürlich starke Auswirkungen auf die Zukunft von Al-Qaida und wahrscheinlich auch den Islamischen Staat in Südasien oder Afghanistan natürlich im Besonderen. Ein dritter Trend hat etwas zu tun mit ideologischer Vielfalt. Wenn die Menschen über den Dschihadismus sprechen, ist es häufig so, dass sie an eine Bewegung, an eine Ideologie denken, den dschihadistischen Salafismus. Daran denken die Leute meisten. Aber der dschihadistische Salafismus ist eigentlich nie genau definiert worden. Gruppierungen, die Führungsriege des Islamischen Staates und von Al-Qaida sowie zwei weitere Gruppierungen waren nie gleich und sie werden auch nie identisch werden. Diese vier Gruppierungen haben uns in den letzten Jahren gezeigt, dass das ideologische Spektrum in der dschihadistischen Bewegung sich erweitert. Es gibt größere interne Unterschiede, was die ideologischen Überzeugungen dieser Gruppierungen anbelangt. Es ist ganz besonders wichtig, diese Unterschiede zu Augen zu führen, um zu verstehen und zu analysieren, wie diese Gruppierungen angegangen werden müssen und wie wir gegen sie vorgehen können. Der letzte Megatrend ist ein externer Faktor. Dabei geht es darum, wie wir als westliche Gesellschaften gegen diese Entwicklung vorgehen. Denn es gab über viele Jahre hinweg diese umfangreichen Militäreinsätze in Irak und Syrien, Afghanistan, um nur ein paar davon zu nennen. Aber es gibt jetzt eine neue Entwicklung. Und ich benutze hier ein Zitat von Präsident Biden. Und er hat gesagt, wir kämpfen jetzt gegen sie am Horizont. Und keiner hat jemals genau gesagt, was über dem Horizont eigentlich bedeutet. Aber wir können natürlich davon ausgehen, dass man denkt, wir bedrohen diese Leute entweder mit Drohnen oder mit anderen Luftangriffsgeräten. Das ist nichts Neues. Das haben wir in Somalia, im Jemen und in Syrien schon beobachten können. Aber jetzt sehen wir es auch in Afghanistan. Und ich würde auch behaupten, dass auch in Sahel ähnliche Entwicklungen zu finden sind, wo die Barkhane-Mission jetzt zu der Takuba Taskforce geworden ist. Und wenn wir die militärischen Experten fragen, dann sagen die immer, na, das wird doch gar nicht funktionieren. Make the jihadi groups much stronger. Dadurch werden die dschihadistischen Gruppierungen doch nur gestärkt, denn wir können sie ja von der Ferne aus gar nicht bekämpfen. Das US-Militär sagt, dass der Staat in Afghanistan daran arbeitet, externe Terrorismusfähigkeiten innerhalb nur eines Jahres auszubauen und man versucht dagegen vorzugehen. Also die Art und Weise, wie wir dagegen vorgehen, wird wahrscheinlich auch die Art und Weise verändern, wie Bedrohungen von diesen Gruppierungen ausgesandt werden. Noch kurz etwas zu den kleinen Trends, die ich in den dschihadistischen Gruppierungen beobachtet habe. Diese Bewegung hat sich aufgetrennt zwischen den Unterstützern von Al-Qaida und dem Islamischen Staat. Und die Anhänger dieser Gruppierungen, auch wie in Deutschland, sind gegeneinander vorgegangen. Sie haben sich sogar bekämpft. Nicht in Syrien oder im Irak oder in der Sahelregion, sondern in westlichen Ländern lässt sich jetzt beobachten, dass diese Anhänger dieser Gruppierungen sich einander annähern. Offensichtlich sind sie daran interessiert, die Vergangenheit der Vergangenheit zu überlassen und als eine gestärkte Gruppe voranzuschreiten. Es wird ganz besonders interessant sein, dies zu beobachten. Vor allem, wenn man sich anguckt, welche Bedrohungen diese Anhänger in den westlichen Gesellschaftssystemen aussenden. Ein weiterer Punkt, der damit etwas zu tun hat, ist die erneuerte Mobilisierung von dschihadistischen Anhängern im Westen. Wir sehen, dass Gruppierungen wie Herr Musa Jibril und Herr Chaudhry
ganz besonders aktiv geworden sind. Neue Gruppierungen haben sich gebildet und ich spreche natürlich aus dänischer Perspektive, wo ich die nationalen extremistischen Entwicklungen ganz genau beobachte. Da haben wir festgestellt, dass neue Gruppierungen sich gebildet haben und sich mobilisieren und neue Mitglieder rekrutieren. Aber sie machen es anders. Sie haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Sie waren viel zu explizit in der Vergangenheit und haben immer laut gesagt, ach, ich gehe nach Syrien, ich unterstütze Al-Qaida oder den Islamischen Staat. Das hat sich komplett gewandelt. Man hat jetzt ein anderes Bewusstsein bezüglich der Sicherheit entwickelt. Man porträtiert sich anders. Diese Gruppierungen stellen sich als moderate Gruppen oder Einzelpersonen dar und versuchen, Einzelpersonen anzuwerben und sie dann später zu sozialisieren und zu radikalisieren. Sie versuchen, all diese Tech-Initiativen zu umgehen. Sie sagen nicht nur, wir schreiben Islamischer Staat oder Al-Qaida, sondern I.S, sodass das nicht automatisch von Facebook zum Beispiel wieder runtergenommen wird. Also sie machen also diese kleinen Schritte, mag sich lächerlich anhören, aber das ist alles wahr, um diese Sicherheitsbestimmungen und Initiativen zu umgehen. Und letztlich, ich denke, ich muss jetzt auch langsam zum Schluss kommen, möchte ich einen Aufruf starten und um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Denn was wir jetzt sehen und tun, ist extrem gefährlich. Wir denken immer, dass wir den Dschihadismus betrachten müssen aus Sichtweise des Terrorismus. Das ist zu programmatisch, denn wenn wir jetzt im Moment nicht so viele Angriffe zu verzeichnen haben, denken wir, dass die Bedrohung nicht so unmittelbar besteht. Es gibt viele Aktivitäten, aber wir beobachten auch, dass die westlichen Sicherheitseinheiten besser geworden sind bei der Vorabanalyse, sodass diese Angriffe vereitelt werden können. Aber auch wenn diese Bedrohungen vielleicht nicht mehr so stark waren, wie sie im Jahre 2016 und 17 und 18 waren, ist es dennoch so, dass die dschihadistische Bewegung immer noch sehr stark existiert und aktiv ist. Ich habe ja versucht, heute auch zu beschreiben, dass es dynamische Entwicklungen gibt, die interessant sind, die wir verstehen müssen. Denn wenn wir in den nächsten 2, 3, 5 Jahren dschihadistische Bewegung einfach vergessen, stehen wir plötzlich vor Bedrohungen, die wir gar nicht mehr verstehen können. Es ist also ganz besonders wichtig, dass auch wenn die Bedrohung etwas weniger stark existiert, wir nicht vergessen, uns zu fokussieren in unserer Forschung, in den Medien und bei unseren Arbeiten und auch bei den Geheimdiensten und so weiter auf diese Gruppierung zu konzentrieren. Und damit belasse ich es erstmal. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Tore. Cynthia, do you want möchten Sie das Podium übernehmen, virtuell? Ja, vielen herzlichen Dank. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Tut mir leid, dass ich nicht physisch anwesend sein kann. Schade, ich werde bald in Berlin sein, aber es hat zeitlich einfach nicht hingehauen. Deswegen kann ich leider nicht persönlich vor Ort sein. Ich werde mich in den nächsten 10 Minuten konzentrieren auf die USA, aber ich werde da gerne auch Fragen zu allgemeineren Entwicklungen beantworten, auch über Deutschland. In den USA nennen wir das die nationale interne Sicherheitsbedrohung oder rechtsextremen Terrorismus im deutschen Kontext. Wir haben ja gerade gehört, dass, wie jeder weiß, in den USA diese Bedrohung nicht ignoriert wurde, vor allem nach dem 11. September. Und obwohl die Zahlen doch deutlich rückwirkend auch darauf hindeuten, dass vor allem im Jahre 2008 und 2009 nach der Wahl von Präsident Obama diese Themen nicht mehr als so bedrohlich erachtet wurden. 2018, 19, 20 gab es neue Bedrohungsanalysen, denen wir große Aufmerksamkeit geschenkt haben. Und ich möchte über 3 Kategorien sprechen. Ich möchte die Bedrohung für Extremismus, für nationale Sicherheit in 5 Kategorien aufteilen. Dann spreche ich ein bisschen über die Entwicklungen. Und dann möchte ich abschließend noch das politische Mainstreaming beschreiben. Was bedeutet es, dass wir in einem Kontext leben, in dem wir nicht mehr nur über die Ränder sprechen, sondern das Potenzial von signifikanten politischen Gewalttaten innerhalb unserer Mitte sprechen müssen. Die großen kategorischen Themen sind die folgenden. Die größte Bedrohung in den USA besteht aus
den weißen Rechtsextremen. Das ist eine Kategorie, die ich supremistische Extremisten benennen möchte. Das sind Rassisten, antisemitische Holocaust-Verleugner mit minimalistischer Rhetorik, aber auch christliche westliche Gruppierungen wie die Cowboys, die sich westliche Chauvinisten nennen, islamophobisch, die sind gegen Immigranten, gegen Ausländer. Es gibt einen starken Aufschwung von gegen LGBTQ-Entwicklungen, Hass und antifeministische Äußerungen durch männliche Männer, die an der Spitze zu stehen glauben. Insgesamt gibt es auch immer mehr Gewalt im Bereich Vermehrungsrechte. Und es gibt auch weitere Gewalt, die von der Linken ausgeübt wird im Bereich Reproduktionsrechte. Und die Abtreibungsentscheidungen, die vom obersten Gerichtshof gefällt werden müssen, werden mit Spannung erwarten. Das kann ich auch gern in der Diskussionsrunde noch einmal erläutern. Und viel konzentriert sich auf die weiße Geburtsrate. Abtreibung wird also hier für weiße Vorherrscher als Bedrohung angesehen. Das ist eine extremistische Rhetorik, die sagt, dass es existenzielle Bedrohung durch zurückgehende Geburtsraten gibt. Es gibt zu wenig weiße junge Babys. Und oft heißt das auch, dass es Kämpfer von sozialer Gerechtigkeit sind. Und das sind die Abkürzungen, die wir nutzen. SD für SG, Social Justice, soziale Gerechtigkeit. Die Bedrohungsanalyse sagt immer nun, die weißen Überlegenen in den USA stellen die größte Bedrohung für Zivilisten dar. Aber die zweite Kategorie ist die Miliz, die patriotische Miliz, Extremisten. Die sind die größte Bedrohung für gewählte Vertreter, für Regierungsinstitutionen und auch für die Strafverfolgungsbehörden. Sie missachten die Rechtsstaatlichkeit, diese Gruppierungen. Sie missachten Grundrechte, liberale Demokratie, Rechte von Minderheiten. Sie fördern Autoritäten. Sie wollen demokratische Systeme zum Zusammenbruch bringen. Sie unterstützen die Milizen auf unrechtmäßige Art und Weise. Das zweite Änderungsregel der Verfassung wurde genutzt, weil es da heißt, das Recht auf Waffen wird bedroht und Missinformationen und Verschwörungstheorien werden genutzt, um zu mobilisieren. Die Oath Keepers gibt es, die Leute mit 3%. Es gibt Dutzende von kleinen Gruppen, die in den USA am 6. Januar auch präsent waren. Nicht nur große, sondern auch kleine Gruppierungen, die in den Medien auch Aufmerksamkeit bekommen. Es gibt auch noch stärkere Todesbedrohungen und politische Ermordungen gegen Strafvollzugsbeamte und Richter, politische Kandidaten, Wahlvertreter, Schulvertreter oder auch Vertreter unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen. Es gibt extremistische oder terroristische Bedrohungen gegen gewählte Vertreter des Volkes oder andere, die im öffentlichen Leben aktiv sind. Und ich sprach ja bereits auch über die Bedrohungen gegen medizinische Ärzte, gegen Ärzte, die bei Geburten helfen. Und all das hat auch vieles zu tun mit dem, was eine sehr komplizierte Landschaft in den nächsten Monaten noch schwieriger machen wird. Eine dritte Kategorie werde ich nicht wirklich erwähnen, denn das wird ja Miro machen. Da sind Verschwörungstheoretiker. Es gibt viele davon in den USA. Sie wissen ja wahrscheinlich schon, dass die Amerikaner wirklich viele Verschwörungstheorien gefördert haben. Und manche von denen haben gar nichts mit Gewalt zu tun, aber es gibt ebenfalls sehr viele gewaltsame mit für Massenschießereien, Grenzkontrollen oder überhaupt den Einsatz von Waffen. Die letzten zwei Kategorien, die noch kurz ansprechen möchte, bevor ich über die Entwicklungen zu sprechen komme, sind die vierte Kategorie. Das ist die Beschleunigung und Verspielifizierung, Gamification. Das ist eine postorganisatorische Entwicklungsform nach dem Zweiten Bürgerkrieg. Man will Systeme zerstören, Es gibt die Google-Entwicklungen, die man zerstören möchte. Die Beschleuniger haben unterschiedliche Themen gewählt, denn sie glauben, dass die Gewalt ein Mittel zum Zweck ist, um Systeme zu zerstören und sie dann mit phönixähnlichen
Strukturen wieder aufleben zu lassen. Hier sehen wir sowas wie Copycats, die aufgerufen werden, viele Aufrufe für Copycats nach den Schulamokläufen in Texas zum Beispiel, nach der Tragödie. Es gibt Heilige, die aufgerufen werden im Bereich der Gamification bei den verspielten Versionen. Es gibt auch Cartoons, Ironie. Man versucht also, die Jugendkultur zu bewaffnen und sagen, nun, alles ist ja eigentlich nur ein Witz. Das sehen wir also sehr oft in Spielen, aber auch in anderen Formen von einer Trivialisierung des Hasses. Letztlich, und das möchte ich nicht im Detail besprechen, aber drittens gibt es noch eine Bedrohungsanalyse in den USA und dabei geht es um die Rolle von ausländischen Feinden und bösen Einflussfaktoren durch die ISIS, Al-Qaida und andere terroristische Organisationen, die die Bürger in den USA angreifen. Und es gibt natürlich die starke Missinformation durch ausländische Gruppierungen oder sogar Regierungen, die zum Beispiel auch Wahlen in Frage stellen oder Gewalt schüren wollen. Ich kann dazu gerne noch Fragen beantworten, aber es ist eine ganz besonders wichtige Kategorie, denn das hat etwas zu tun mit dem, was auf nationaler und auf internationaler Ebene passiert. Nun zu den Entwicklungen im extremistischen Bereich. Die zweite Kategorie, die ich noch kurz ansprechen möchte in der kurzen Zeit, die ich habe. Einmal geht es um die Verbreitung von Missinformation und Disinformation, Fehlinformation und Verschwörungstheorien in den USA. Starke Auswirkungen hat das auf die politische Kultur, auf den Zusammenhalt in Gemeinschaften oder die soziale Zusammengehörigkeit und das Vertrauen in die Regierung. Online beobachten wir viel von Massengewalt, die verbreitet wird, vor allem innerhalb von Jugendgruppen. Erstens geht es um den Heldenkomplex durch die Verwendung von Gewalt. Es gibt Begriffe wie Heilige und Apostel, die benutzt werden. Und eine Trivialisierung der Gewalt. Einerseits wird die Gewalt gelobt und gepriesen, auf der anderen Seite wird sie trivialisiert und entmenschlicht. Und drittens gibt es die Gamifizierung, die viele Leute dazu bewegt, Spiele zu spielen, Ikonografien, T-Shirts. Oder sie benutzen auch Gameboards oder Killcounts, wo Morde gezählt werden, die einem das Gefühl vermitteln sollen, dass es Spaß macht. Und alles wird geheim behalten. Und online oder im dunklen Internet finden solche Sachen statt, die einfach nicht offengelegt werden, aber viele Jugendliche ansprechen und sehr gefährlich sind. Denn sie stumpfen die Sinne ab und sind entmenschlichend. Und da können manchmal Eltern oder Lehrer gar nicht wirklich viel dagegen machen. Das Letzte, was ich noch sagen möchte, ist, dass es sowohl in den USA sowie auch sonst wo eine Verwässerung der Ideologien nennen. Manchmal sagt es, such doch dein eigenes Abenteuer. Es gibt ein Patchwork von ideologischen Aspekten und wenig ideologische Klärung insgesamt. Es gab ja diesen Amoklauf an der Grundschule in Texas und da haben sich unterschiedliche schreckliche Dinge vermischt online. In diesem Fall war es ein junger Mann, der unheimlich viel Zeit online war und hat Bedrohungen gegen Frauen, Jungen ausgesprochen, Vergewaltigungsbedrohungen, Entführungsbedrohungen, Massengewaltsdrohungen oder sogar Todesdrohungen. Und er hat auch Gewalt gegen Tiere ausgesprochen und hat gesagt, er verletzte sich selber, er hat sich geschnitten. Und es gab viele Warnzeichen, aber kein Manifest oder irgendwas, was ein Motiv hätte darstellen können, um diese Sachen gleichzeitig zu klassifizieren. Wir nennen das gezielte Gewalt. Das ist kein genauer oder passender Begriff, aber es gibt immer mehr Massengewalt und unterschiedliche Kategorien davon, die in die traditionellen Kategorien nicht mehr hineinpassen. Deswegen ist es schwer, über die Reaktionen nachzudenken, denn wir als Land investieren nicht viel in den Bereich Prävention. Abschließend möchte ich noch kurz etwas sagen über das Mainstreaming. Sage ich gerne später noch mehr dazu. Es ist unmöglich, über die USA zu sprechen, ohne anzumerken, dass wir nicht mehr nur über Randgruppierungen sprechen, die isoliert sind oder marginalisiert sind, sondern dass es auch viel in unserer Mitte gibt von dem, was extreme Ideen anbelangt. Das hat sich normalisiert.
Und diese Ideen wurden legitimiert von Randgruppen, die ihre Ideen jetzt wiedergespiegelt sehen in großen Verschwörungstheorien. Und das hat natürlich auch etwas zu tun mit steigender Unterstützung für politische Gewalt in allen politischen Gruppierungen. Und man weigert sich, Wahlergebnisse zu akzeptieren. Das ist auch immer weiter verbreitet der Fall. Und auch eine moralische Verwässerung wird immer deutlicher spürbar. Das hat etwas zu tun mit der Bereitschaft, das Gegenüber als übel anzusehen. Das steigt auf politischer Ebene, auf Demokraten- und Republikanerseite. Wie Sie wissen, hat die USA im Jahre 2021 einen Platz gefunden auf der Liste der Staaten, die an demokratischer Stärke verlieren. Und wir können nicht über Sicherheit, Extremismus und Terrorismus sprechen, ohne das mit einzubeziehen und das mit zu berücksichtigen. Das hat etwas zu tun mit den Lockdowns, die Militarisierung, die Bewaffnung von Lehrern, die dazu aufgerufen werden. Und das verstärkt natürlich den Kauf von Waffen. 400 Millionen Waffen gibt es in den USA, mehr als eine pro Person. Und diese steigernde Spirale der Gewalt hat natürlich sehr starke negative Auswirkungen auch auf die Politisierung von Optionen, die Interventionen vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt helfen, abwenden können. Aber es ist sehr schwierig, in diesem politischen Klima darüber zu sprechen, denn sowas wie digitale Fähigkeiten oder Medienfähigkeiten wurden auch in Frage gestellt. Ich werde es dabei belassen. Natürlich könnte ich noch viel mehr sagen. Ich habe leider keine Schlussfolgerungen. Was aber am meisten spreche ich natürlich über Prävention. Und jetzt überlasse ich Ihnen es mir zu sagen, in welche Richtung ich in der Diskussion weitergehen soll. Vielen herzlichen Dank. Cynthia, thanks a lot for your presentation. Miro? Kriege ich noch die Präsentation? Ich möchte mich bedanken für die Einladung. Das ist zumindest eines der wenigen Sachen, die uns die Pandemie vielleicht gebracht hat, dass das Thema Verschwörungsideologie tatsächlich jetzt auch aus einer sicherheitspolitischen Perspektive gesehen wird. Der Fokus auf Sicherheitspolitik ist bestimmt bei vielen von uns gerade sehr auf den January 6 Hearings in den USA. Und als ich den Anfang dieses Sturms aufs Kapitol damals live beobachtet habe, hat es mich doch erinnert, denn wir hatten einen ähnlichen Fall bereits 6 Monate davor in Deutschland. Auch hier hat ein Mob aus etwa 400 Verschwörungsideologen und Rechtsextremen probiert, das Parlament zu stürmen beim sogenannten Sturm auf den Reichstag. Die zwei Events unterscheiden sich auf jeden Fall. Zum einen ist es den Deutschen nicht gelungen, in das Parlament einzudringen. Zum anderen hatten wir hier in Deutschland keine Toten. Was sie aber eint, ist, dass sich hier ein Mob zusammengefunden hat, der die demokratisch legitimierte Regierung nicht anerkennt, die glaubt, dass eine geheime Elite im Hintergrund eigentlich die Welt steuern würde, dass man sich auf Wahlen als legitime Methode nicht verlassen kann, weshalb sie in ihre Lösung, in ihrem Problem nicht in demokratischen Mitteln wie Wahlen sehen, sondern eben in Gewalttaten. Wenn wir über Verschwörungsideologie in Deutschland sprechen, ist, glaube ich, eine Gruppe auf diesem Bild schon ganz gut erkennbar, die Flagge des Qs und auch in der konkreten, im konkreten Ablauf dieses Sturms auf den Reichstag zeichnet sich die Rolle von QAnon sehr deutlich ab. Denn konkret war der Auslöser für diesen Sturm, dass eine Frau auf der Bühne der rechtsextremen Veranstaltung, die vor Ort stattgefunden hat, verkündete, Donald Trump wäre in Berlin gelandet, ihre Bewegung hätte jetzt fast gewonnen und als Zeichen, dass die Deutschen bereit sind, solle man doch jetzt zu diesem Gebäude stürmen. Das heißt, die Verbindung dieses Gewaltmobs ist sehr nah an QAnon dran. Jetzt könnte man vielleicht denken, wenn man so das Thema nicht mehr in den Medien sieht und die Grunderzählung ja auch war, dass Donald Trump der große Erlöser von QAnon ist, und dass er weiterhin Präsident bleiben würde, das war ja die Erzählung, die ist ja nicht wahr geworden, dass dieses Phänomen sich etwa kleiner geworden ist und an Relevanz verloren hat. Das kann man aber im Konkreten nicht so wirklich sagen. Wir haben uns in unserer Untersuchung Quo Vadis unter anderem digitale Aktivitäten von QAnon-Anhängern auf Telegram angeschaut
Und haben dazu 118 Kanäle und 83 Gruppen sind es, glaube ich, im Zeitraum untersucht, die QAnon-Inhalte hauptsächlich verbreiten. Und wenn man hier mal markiert, wann der Übergang war von Donald Trump zu Biden, sieht man an der digitalen Aktivität, also an den täglich geschriebenen Nachrichten, hat sich nicht so wirklich etwas geändert. Man kann also nicht davon sprechen, dass dieses Phänomen sich jetzt dadurch einfach aufgelöst hat. Warum ist das ein Problem, dass QAnon weiterhin so aktiv ist? Wir sehen QAnon hier stark als zentraler Importeur von internationalen Verschwörungserzählungen. Das heißt, wir haben es hier mit einem globalen Netzwerk zu tun, die sehr schnell darin sind, diese Erzählungen aus den USA zu übersetzen und hier im weiteren verschwörungsideologischen und rechtsextremen Bereich zu verbreiten. Da sind sehr viele Verschwörungserzählungen um etwa die Impfung, sind aus den USA über QAnon importiert worden, Missinformationen über demokratische Wahlen, die ihre Legitimität ist stark von QAnon verbreitet worden. Wer dazu mehr wissen will, kann in unserem Bundestagswahlreport noch etwas mehr dazu nachlesen. Also QAnon führt sehr schnell dazu, dass eben diese globale Gemeinschaft, diese Erzählungen, die erschaffen werden, in Deutschland landen. Zum anderen muss man einfach sagen, dass wenn man aus QAnon, was ja eine sehr große Ansammlung aus unterschiedlichen Verschwörungserzählungen ist, wenn man auf das Kernziel das Ganze reduziert, dann geht es ihnen um einen gewaltvollen Umsturz der Demokratie. Sie wollen, dass mit einem einmaligen Ereignis über militärische Mittel die demokratisch legitimierte Regierung gestürzt wird. Und wenn man sich ein bisschen durchliest, wie Sie sich so das genau vorstellen, dann sprechen Sie viel von Nürnberg 2.0, also in Bezug auf die Nürnberger Prozesse. Es geht also um einen militärischen Umsturz und das Ermorden der politischen Feinde. Neben dem Importieren von internationalen Verschwörungserzählungen sehen wir aber auch sehr stark, dass QAnon eine zentrale Rolle in Deutschland einspielt bei der Verbreitung von Desinformationskampagnen von autoritären Staaten. Ihre Wunschvorstellung ist ja, das Militär würde die Verschwörer entsorgen. Deshalb sehen Sie im Ausland Militärputsche als sehr positiv und feiern diese als Befreiung. Und wie wir jetzt gesehen haben, sehen Sie auch den Angriffskrieg aus Russland als Aufwehr gegen diese internationale Verschwörung. Das heißt, auch die Frage von fremdländischen Informationskampagnen hat QAnon hier eine sehr zentrale Rolle in der Verbreitung. Wenn wir uns das in Deutschland anschauen, wir haben nicht nur geschaut, wie das auf Telegram ausschaut, sondern wir haben auch eine repräsentative Umfrage gemacht, wie die Einstellungen zu QAnon ist. Wir haben dabei 5 Items abgefragt. Wenn im Durchschnitt zugestimmt wurde, zählt das als die Überzeugung, dass in QAnon größtenteils geglaubt wird. Und wir sehen, in Deutschland sind das hier zwischen 12 und 15%, je nach Geschlecht. Wenn man nochmal den Impfstatus dazu nimmt, also bei den Nichtgeimpften, reden wir immerhin von 46% der Nichtgeimpften, die an diese Verschwörungserzählungen glauben. Was hier vielleicht interessant ist, im Vergleich zu sehen, wenn man jetzt so sich diese Zahlen anschaut, dass im aktuellen Verfassungsschutzbericht aus 2021 das Wort QAnon überhaupt nicht auftaucht. Es wurde ja eigens eine neue Kategorie geschaffen, die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Die scheint ihre Nützlichkeit wohl erst in Zukunft beweisen zu wollen. Wenn wir über Verschwörungserzählungen in Deutschland reden, müssen wir natürlich über die Pandemie reden. Ich glaube, wir haben alle sehr viel dazu gehört, deshalb hier nur kurz. Die Pandemie hat das Thema Verschwörungsideologie in den Fokus gerückt. Das liegt an verschiedenen Gründen. Wir sehen das an Angriffen auf Journalisten, auf Demonstrationen. Wir sehen das durch Morde, wie wir es etwa in Ida Oberstein oder in Königs Wusterhausen gesehen haben. Wir sehen das in alltäglicher Gewalt, die oft nicht so viel im Fokus ist, leider. Wenn man sich die Fälle im Detail anschaut, sind das wirklich sehr harte Geschichten von schwangeren Frauen, die in den Bauch getreten werden, Kinderwagen, die umgeschubst werden, in so Auseinandersetzungen um die Maske. Wir sehen das aber auch mit Abflachen des Erfolgs der großen Demonstrationen, die letzten Sommer noch gefahren wurden, ist es zu einer mehr personalisierten Verhalten gerückt. Das heißt, wir haben im Herbst sehr dezentrale Demonstrationen gesehen, die eben auch PolitikerInnen, die als verantwortlich erklärt werden, zu Hause besucht haben. Neben diesen ganzen Health-Themen wurde aber auch so etwas wie die 5G-Infrastruktur von den Verschwörungsideologischen als Ziel gesehen.
Das Ganze ist jetzt aber kein neues Phänomen. Wenn man sich etwa die Mitte-Studie ansieht, sieht man, der Glaube an abstrakten Verschwörungsmythen ist schon lange in Deutschland sehr verbreitet. Was wir jetzt durch die Pandemie gesehen haben, ist, dass diese abstrakten Ideen durch Verschwörungserzählungen, also durch konkrete Sachen, angereichert wurden und die Menschen dadurch zu politischen Akteuren wurden. Deshalb steigen die Mitglieder in den digitalen Gemeinschaften und deshalb sehen wir die Leute auf der Straße. Es ist jetzt aber nichts Überraschendes, dass aus diesem Potenzial sich tatsächlich auch dieses Verhalten entwickelt hat. In der Phase in der Pandemie, in der wir gerade sind, sehen wir, dass die Pandemie als Mobilisierungskraft sehr stark nachgelassen hat, was jetzt aber nicht unbedingt dazu führt, dass man groß aufatmen könnte, sondern bei dem harten Kern der Bewegung sehen wir jetzt sehr stark Frust und Hoffnungslosigkeit. Und das ist leider eine sehr gefährliche Mischung für diese Menschen, für potenzielle Gewalttaten. Denn wer wirklich glaubt, dass ein Genozid an den Deutschen stattfinde, wer denkt, dass die eigenen Kinder bedroht sind, dass die ganze Welt gelenkt ist, der jetzt auch sieht, dass die Masse gar nicht mehr mitzieht und man läuft jetzt nicht mehr in seinen Demonstrationen, dem bleibt oft nur Gewalt als Lösung. Zudem muss man ja auch sagen, diese Menschen haben relativ viel verloren oft. Sie haben Freunde verloren, sie haben Familie verloren, sie haben vielleicht ihren Arbeitsplatz verloren, weil sie sich für diese Bewegung eingesetzt hat. Und die Menschen, die jetzt in dieser Situation sind, stellen durchaus ein erhöhtes Gefahrenpotenzial dar, als wir es vielleicht davor gesehen haben. Prinzipiell, wenn wir von Verschwörungserzählungen reden, dann sehen wir, dass das sehr stark mit Krisen zusammenhängt, die davon genährt werden. Wir haben das beim ersten Angriffskrieg Russland in 2014 gesehen, als hier die sogenannte Montagsmahnwache für den Frieden entstanden ist. Wir haben es bei der sogenannten Flüchtlingskrise gesehen, aus denen wir Pegida geboren wurde. Wir haben es jetzt in dieser Pandemie gesehen. Und für mich, ich nutze immer ein bisschen die Metapher eines Pilzes. Wenn die Krise entsteht, ist das quasi die Blütephase. Wir sehen die Pilzkörper, wie sie aus dem Boden kommen. Das sind die Demonstrationen. Wir schenken diesen Demonstrationen sehr viel Aufmerksamkeit, diesen Offline-Aktivitäten. Und wenn die Krise gegen Ende geht, dann verschwindet der Pilzkörper. Aber der eigentliche Pilz ist ja das Myzel, das unterirdische Netzwerk. Und das wächst von Krise zu Krise. Die Leute gerangen in alternative Ökosysteme, in Medienökosysteme und werden in der nächsten Blütezeit dann wieder aktiviert. Und deshalb ist es eben wichtig, die digitalen Aktivitäten dieser Leute weiter zu beobachten. Wie geht es jetzt weiter? Prinzipiell können wir sehen, dass der russische Angriffskrieg auf jeden Fall ein wichtiges Thema für die deutsche verschwörungsideologische Szene gewesen ist. Das kann sich auch in Zukunft noch weiterentwickeln. Weiteres Thema ist natürlich die Frage, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Gehen die Zahlen im Herbst wieder hoch? Werden wir hier wieder mehr Aktivitäten sehen? Wenn es einen neuen Ableger gibt, der vielleicht noch ansteckender ist, wenn neue Maßnahmen kommen, sehen wir hier auch wieder mehr Aktivitäten. Prinzipiell ist Klimawandel in der Thema, was oft im Hintergrund mitschwimmt, was aber immer wieder hochkommt. Wir haben das etwa bei der Flutkatastrophe im Ahrtal gesehen, dass die Corona-verschwörungsideologische Szene dort auf einmal hingefahren ist und dort die Ortskräfte neben ihren eigentlichen Aufgaben auf einmal beschäftigt waren, diese Leute daran zu hindern, dass sie hier mehr stören. Und mit den zunehmenden negativen Aspekten des Klimawandels wird auch dieses Thema mehr zentral werden. Einen neuen Fokus eines Themas, den Cynthia auch gerade schon angesprochen hat, der lange im Hintergrund war, ist Gender und LGBT als neuer Feind der Szene. Das sehen wir in den USA jetzt schon seit mehreren Monaten, dass dort Gewaltakte um dieses Thema stattfinden und dass die rechtsextreme und verschwörungsideologische Szene stark damit mobilisiert. Mit dem Weggang der Pandemie als Mobilisierungsthema in Deutschland rückt auch dieses Thema hier mehr in den Fokus. Um vielleicht mal ein bisschen so konkret zu werden, hier muss ich ein bisschen die Grenze zwischen Verschwörungsideologie und Rechtsextremismus wieder aufbrechen. Es ist schwer, diese Themen doch getrennt zu behandeln. Wenn wir uns etwa anschauen, was der Anführer der identitären Bewegung Martin Sellner dazu auf Telegram zuschreibt, also wie er die Themen fokussiert, wie er sieht die Presselügen der Globalisten zu den Themen Multikulti, Gender und Klimapropaganda. Das ist so sein Aufriss, den er als Themen macht. Und warum das tatsächlich eine konkrete Bedrohung darstellt, wenn er jetzt gegen Gender und LGBT hetzt, ist, sehen wir vielleicht an einem Beispiel, wie sich die identitäre Bewegung mittlerweile weiterentwickelt hat. Viele haben es vielleicht gesehen, letzte Woche die Gruppe Patriot Front, die aus ihrem Umzugswagen aufgehalten wurde, wie sie einen Pride-March stören wollten.
Und wenn man sich jetzt anschaut, wie Martin Sellner die identitäre Bewegung in Deutschland und Österreich ausgerüstet hat, so schaut das zum Beispiel auf Instagram aus, wenn er das postet, sieht man doch eine gewisse Ähnlichkeit dieser beiden Gruppen. Und auch tatsächlich, nachdem diese rechtsextreme Gruppe in den USA daran gehindert wurde, diesen Pride-March zu stören und aus ihrem Lastwagen gezogen wurde, postet Martin Sellner auch immer noch solche Bilder auf seinem Twitter-Kanal. Wir sehen hier also einen ganz klaren Bezug zu dieser Bewegung. Es bleibt auch nicht beim Theoretischen. In Zürich haben wir es gesehen, dass eine rechtsextreme Gruppe, die der identitären Bewegung sehr nachsteht, die Junge Tat, eine Pride-Gottesdienst angegriffen hat und gestört hat. Also es geht hier durchaus recht schnell ins Konkrete. Wir sehen also, dass aus Sicherheitsperspektive die Themen ausländische Desinformation, Desinformation im Allgemeinen, Terrorismus und Gewalttaten weiter uns mit Verschwörungsideologen beschäftigen werden. Vielen Dank, Miro. Kannst du mir einen Gefallen noch tun? Kannst du noch einmal erläutern, was QAnon ist? Ja, wenn man so lange feldarbeitet, dann vergisst man das manchmal. QAnon ist eine Verschwörungserzählung aus den USA, die dort 2018 entstanden ist. Es ist eine Ansammlung vieler unterschiedlichen Verschwörungserzählungen, die zusammengewoben wurden. Prinzipiell geht es darum, dass die Welt in einem Kampf zwischen Gut und Böse stehe, von geheimen Eliten, dass Donald Trump jetzt als großer Auserwählter die Welt befreien würde von diesen bösen Eliten und dass diese bösen Eliten werden dabei maximal böse aufgeladen. Das heißt, es sind Satanisten, die Kinderblut trinken. Und in diesem epischen Kampf sehen sich die QAnon-Gläubigen eben als Menschen, die jetzt Kinder befreien, die für das Gute stehen. Also wir haben es ja mit den klaren Mustern von Verschwörungsideologie zu tun. Wir haben ein sehr starkes Schwarz-Weiß-Bild, also wir sind die Guten, es gibt hier ganz, ganz böse Menschen. Es sind auch nur so ein paar böse Menschen, die irgendwie alles kontrollieren. Und wir haben sehr starke Hollywood-reife Erzählungen, die dort in dieser Szene gesponnen werden. Also es geht immer sehr wild zu, wie sie sich einzelne Ereignisse der Welt erklären. Ihre zentrale Idee war eben, dass Donald Trump weiterhin Präsident sein wird, dass das alles gut laufen wird, dass er weiter Präsident wird. Wir haben ja gesehen, das hat nicht ganz so gut geklappt. Man könnte annehmen, das hätte die Menschen daran gehindert, weiter daran zu glauben. Davon sehen wir aber leider sehr wenig. Vielen Dank. Bevor ich den Raum aufmache für Fragen aus dem Publikum, wollte ich ein ganz paar Fragen selber stellen, um sozusagen vielleicht die Debatte auch schon an der Stelle schon ein bisschen zu öffnen. Wir haben das jetzt alle verschiedenen Themenbereiche getrennt voneinander diskutiert. Ich kann mich aber erinnern, dass wir in den 2000ern Diskussionen darüber hatten, wie insbesondere Rechtsextremismus und Islamismus miteinander interagiert haben. Es gab Straßenausschreitungen in Westdeutschland. Was mich tatsächlich interessieren würde, und da würde mich tatsächlich auch der sozusagen Insight von euch allen interessieren, interagieren die Szenen aktuell miteinander? Gibt es so etwas, was man damals Koradikalisierung nennt in irgendeiner Form? Ich hatte vorhin den Eindruck, als Tore erwähnte, man verändert vielleicht bestimmte Arten der Kommunikation in sozialen Medien, dass das Lerneffekte sind, die die Bewegungen voneinander haben. Vielleicht könnt ihr dazu was sagen. It works, yeah. Oh, jetzt funktioniert das Mikro. Wunderbar. Sorry, can you just elaborate your question? So you mean whether... Können Sie das noch mal ein bisschen erklären? Meinen Sie Gruppierung im militanten Islamismus, ob die miteinander interagieren? Also, Rechtsextremisten mit Islamisten, gegebenenfalls mit Verschwörungsideologen? Right, not that I know of. Nee, weiß ich jedenfalls nichts drüber, muss ich ehrlich sagen. Ich habe dafür keine Beispiele. Jedenfalls arbeiten die nicht direkt miteinander zusammen. Sie inspirieren sich gegenseitig, das ist mal klar. Eine Taktik zum Beispiel, die von den Dschihadisten verwendet wird, kann auch von Rechtsextremisten kopiert werden später und andersrum natürlich auch. Es gibt da also eine Inspiration, aber Zusammenarbeit oder Interaktion in dem Sinne ist mir noch nicht vorgekommen.
at least from a theoretical perspective. Jedenfalls nicht aus der theoretischen Perspektive würde ich es auch für sehr unmöglich oder unwahrscheinlich halten, denn diese Gruppierungen sind ja wirklich auf ideologisch gesehen extrem unterschiedlichen Positionen zu finden. Ich denke, man kann aber vielleicht erwarten, dass es eine wechselseitige Radikalisierung gibt zwischen diesen Gruppierungen. Die radikalisieren sich gegenseitig, anstatt dass sie aber miteinander interagieren. Aber das ist nur mein Gefühl, meinen Beobachtungen zufolge. Ob es sozusagen diese Co-Radikalisierung aktuell gibt. Wie ist das in den anderen Phänomenbereichen? Cynthia, du? Ja, ich stimme glücklicherweise Tore völlig bei. Glücklicherweise gibt es nicht viel Zusammenarbeit zwischen den zwei großen Domänen von Islamisten und Rechtsextremen, obwohl es manchmal gegenseitiges Lob gibt. Zum Beispiel Rechtsextreme loben die Taliban und versuchen, sie zu kopieren. Aber viel häufiger ist es doch so, dass es diese wechselseitige Radikalisierung gibt. Da gibt es Gegenangriffe, zum Beispiel nach Christchurch, Sri Lanka. Da gab es Angriffe als Rachezug, sowas. Innerhalb der Gruppierung für nationale Gewalt und Extremismus haben im Jahre 2070 in Charlottesville die Gruppierungen versucht, bei einer Demo Unite the Right zusammenzubringen, vereinigt die Rechte. Aber das hat nicht funktioniert. Und danach waren sie so fragmentiert wie jemals zuvor. Aber am 6. Januar haben wir schon beobachten können, dass diese fragmentierten Gruppen innerhalb des gesamten Spektrums, die normalerweise nicht miteinander zusammenarbeiten, also weiße Anführer, die Milizen, die gesetzlosen Milizen, die Proud Boys, die Trump-Wähler, all diese Gruppierungen waren vor Ort. Und die würden normalerweise nie auf dieselben Ziele hinarbeiten. Aber da, an dem Tag, kamen sie zusammen und haben sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt. Das heißt, auf diese Art und Weise war es ihnen möglich, miteinander zu arbeiten an dem einen Tag, denn sie alle einigten sich darauf, dass die Wahlergebnisse nicht gültig waren. Das war das hehre Ziel, das die hehre Überzeugung dieser Gruppierungen, die normalerweise nicht miteinander zusammenarbeiten oder gemeinsame Ziele verfolgen. Aber hier haben die jetzt spontan miteinander gearbeitet, um ein gewalttätiges Ziel zu erreichen, das disruptiv ist. Ich denke, viel dieser Arten der Zusammenarbeit auf der Grundlage des kleinsten genommenen Nomenners ist zu beobachten, zumindest im Bereich der extremistischen Gewalt in den USA. Islamisten grundsätzlich größeren Verfolgungsdruck im digitalen Raum erleben, sehen wir schon, dass Rechtsextremisten und Verschwörungsideologen stark lernen in den Methoden, wie man die Plattforming umgehen kann. Die Islamisten haben Telegram zuerst als Plattform ausgesucht, Rechtsextreme sind später nachgezogen und Verschwörungsideologen dann schließlich auch. Also ich glaube, so in dem Bereich sehen wir auf jeden Fall, dass man sich da ein bisschen dran orientiert. Zum anderen würde ich vielleicht noch ergänzen, dass es durchaus oft geplant ist, eine Gegenreaktion auszulösen. Also wir haben das in zwei Fällen in Deutschland, dass rechtsextreme Terrorgruppen geplant haben, muslimische Orte anzugreifen, um danach eine islamistische Gegenreaktion auszulösen, um so eben einen Bürgerkrieg auszulösen, um den demokratischen Staat zu stürzen. Also ich glaube, man plant das schon mit der Reaktion des anderen. Ja, ich hatte meine Frage, glaube ich, nicht klar formuliert, aber zum Glück habt ihr alle sie so beantwortet, wie sie gemeint war. Dankeschön. Ich würde noch eine Frage hinterher schieben und dann würde ich es gerne öffnen für Fragen aus dem Publikum. Vielleicht an Cynthia. Inwiefern kannst du noch ein bisschen ausführen, wie beeinflussen sich die rechtsextremen Szenen in Deutschland und den USA? Da bist du möglicherweise uniquely qualified, darüber was zu sagen. So habe ich es zum Teil auch aus deinem Buch gelesen. Ob du das noch ein bisschen ausführen könntest? Weil ich glaube, ja. Ja, ich würde sagen, der größte Einfluss, den wir beobachten können, lässt sich nicht zwischen den unterschiedlichen Gruppierungen finden, sondern im postorganisatorischen Raum. Es gibt natürlich toxische Online-Räume, die genutzt werden,
ob es verschlüsselt ist oder automatisierte Kanäle sind oder Chatrooms, Gaming-Server wie Telegram auch. Die sind sehr speziell und da gibt es sehr viele unterschiedliche Nationalitäten, vor allem junge Leute aus unterschiedlichen Gruppen, die dort miteinander zusammenkommen und normalerweise auf Englisch miteinander kommunizieren. Und das ist auch einer der Gründe dafür, dass es zum Beispiel in Halle und Hanau diese Ereignisse gab. Die Angreifer in diesen Fällen in Deutschland haben entweder versucht, einen Livestream zu schalten oder sie haben ihre Manifestos auf Englisch verfasst, obwohl das extremistische, terroristische Angriffe waren. Da ist die Etikettierung in Deutschland ein bisschen anders. Die werden anders klassifiziert. Aber diese Angriffe waren gerichtet gegen nationale Ideen und nationale Gemeinschaften. Aber dennoch wurden sie für ein globales Zuschauer, für globale Zuschauer durchgeführt, wie zum Beispiel auch in Christchurch und in Buffalo. Eine solche Vorgehensweise ist sehr blutig. Dabei geht es aber nicht nur um das, was an dem Tag passiert, sondern wie die gesamte Gesellschaft und auch das Land und die gesamte Völkergemeinschaft beeinflusst und terrorisiert. Und das sind nicht nur Zuschauer, die lokal sind oder national sind, sondern das sind Zuschauer, die international zugeschaltet sind. Und das passiert oftmals leider in Englisch. Es gibt auch internationale Zusammenarbeit und physisches Engagement. Vor allem in den 80ern und 90ern passierte das oftmals durch rechtsextreme Konzerte, Rockkonzerte. Die waren rassistisch, wurden von rassistischen Gruppen, von Neonazis organisiert, von Weißen, die sich wichtiger fanden. Und heute sehen wir das manchmal auch bei Kriegssportfestivals, die organisiert werden in Deutschland oder außerhalb, auch in Russland oder in Osteuropa zum Beispiel. Und da gibt es diese Live-Übertragungen von diesen Wettbewerben mit auch Zuschauern aus den USA. In der Jugendkultur in den USA wird viel kopiziert, auch die Rhetorik über das europäische Erbe. Diese Begrifflichkeit wird als, auch als Euphemismus für das Weißsein in den USA verwendet. Und auch manchmal werden auch Produkte verkauft über Webseiten, die aus von deutschen oder polnischen, russischen oder österreichischen Produzenten betrieben werden und die bestimmte Marken verkaufen. Also im kulturellen Bereich gibt es da viel in diesen postorganisatorischen Strukturen und manchmal gibt es natürlich auch echte terroristische Gruppen, die versuchen, Mitglieder über Grenzen hinweg zu rekrutieren und mit anderen zusammenarbeiten. Ich denke, die Gefahr besteht jetzt im größten Maße im postorganisatorischen Bereich, aber vielleicht haben meine Kollegen eine andere Position. Es ist viel einfacher, das zu kontrollieren und zu überwachen, denn es gibt dafür traditionelle Kanäle und auch geheimdienstliche Vorgehensweisen, um mit den Bündnispartnern international zusammenzuarbeiten. Aber das Gleiche haben wir jetzt nicht. Das ist viel schwieriger, vor allem auch, weil das Recht auf freie Meinungsäußerung im postorganisatorischen Raum gewährt bleiben muss. Dann würde ich jetzt ins Publikum gehen. Und wir würden es, glaube ich, so machen, dass wir Fragen sammeln. Ich würde sagen, wir sammeln mal so 3 bis 4. Marius hatte am Anfang gesagt, genau, da steht ein Mikrofon. Und Marius hatte gesagt, es wäre sehr nett, wenn Sie zuerst Ihren Namen nennen könnten, gegebenenfalls, wenn Sie zu einer Institution gehören. Und wir sind sehr dankbar, wenn die Kommentare und Fragen in einem handelbaren Umfang bleiben. Der junge Herr da vorne auf der Linken hatte sich zuerst gemeldet und dann nehmen wir den Herrn mit dem weißen Kragen und dem gestreiften Hemd und Sophia und dann gehe ich darüber danach. Vielen Dank. Michael Seibriger, European Council on Foreign Relations. Ich bin Deutsch, aber ich stelle mal eine Frage auf Englisch, wenn das okay ist. I have 2 questions, one for Professor Mil Idris and one for. Ich habe 2 Fragen an Professor Mil Idris und Professor Dietrich. Mil Idris, my question would be. Professorin Idris Miller, Sie sprachen über die Abtreibungsrechte und die Art und Weise, wie das mehr in den Mainstream gelangt ist. Because we've seen. Ich möchte auch gerne mit Naga darüber sprechen, denn es ist ja nicht nur seit dem, dass die Maga-Bewegung größer geworden ist und die Bedrohung auch, sondern die 6 Anhörungen haben sich ein bisschen zu sehr darauf konzentriert, Trump abzusägen und nicht so sehr
das Ausmaß dieser Bewegung und die Gefahr, die damit einhergeht, zu analysieren. Die Frage ist, wie stark ist die Bedrohung dann eigentlich mit der Entscheidung des Obersten Gerichtshofes, die ja noch ansteht, über die Sie kurz gesprochen haben. Und jetzt an Herrn Dietrich, Sie sprachen über das Beispiel der Pilze. Und ich fragte mich jetzt, die Anti-Spritzbewegung, die Querdenker in Deutschland, wie würde sich das denn verändern? Ist das notwendigerweise abhängig von externen Krisen? Befriedigt das solche Entwicklungen? Oder Sie haben auch gesagt, dass es ohne diese Krisen nicht so leicht wäre. Können Sie das vielleicht mal kurz erklären? Und was wäre denn dann der nächste große Sprung nach der Pandemie? Und können Sie uns auch mal sagen, im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine, ist das ein Katalysator für diese Entwicklung? Inwiefern beeinflusst der Krieg der Ukraine die Bedrohungswahrnehmung der Querdenker? Danke. Mein Name ist Peter Röll. Ich leite hier in Berlin ein Institut für Strategie, Politik, Sicherheits- und Wirtschaftsberatung. Und ich habe eine Frage, wer immer sie es beantworten möchte. Wie beurteilen Sie denn die internationale maritime terroristische Bedrohungslage und die Piraterie? Sophia Koller vom Counter-Extremism Project, eine Nichtregierungsorganisation hier in Berlin. Ich habe zwei Fragen und versuche für die Verdolmetschung etwas langsamer zu sprechen. Zum einen würde ich gerne wissen von Tore, wie er einschätzt, wie die derzeitige Situation der unter anderem europäischen Staatsbürger und Staatsbürgerinnen in den kurdischen Lagern und Gefängnissen in Nordostsyrien die dschihadistische Militanz, Mobilisierung vielleicht auch beeinflusst. Also sowohl so, wie dschihadistische Gruppen auf diese Situation reagieren, sie vielleicht auch für Rekrutierung benutzen und natürlich auch, wie unsere Reaktion, also die Reaktion des Westens und vor allem der europäischen Länder beziehungsweise Nichtreaktionen auf diese Situation einen Einfluss hat. Die zweite Frage geht eher an Miro und Cynthia, und zwar mein Eindruck, und das haben sicher auch andere Experten und Expertinnen so eingeschätzt, ist, dass lange die Rolle der Frauen in religiös motiviertem Extremismus unterschätzt wurde. Die Frage ist jetzt, machen wir den gleichen Fehler in anderen extremistischen Ideologien? Also wie ist der Stand der Dinge? Was ist überhaupt die Rolle der Frauen in anderen Ideologien und wie sind wir darauf vorbereitet? Gibt es da Übertragung von Wissen, von Erfahrungen, auch im Bereich der Prävention vielleicht oder Umgang der Sicherheitsbehörden? Vielen Dank. Ich würde noch die ersten zwei Fragen aus dem Chat auch noch dazu nehmen, wenn das in Ordnung ist. Die erste Frage geht an Cynthia Miller-Idris. Was waren die Auslöser und die Kipppunkte für das Phänomen Mainstreaming und wie kann man verhindern, dass es zu so einem Mainstreaming kommt? Und die zweite richtet sich an Miro und Cynthia. Tore Hamming hat betont, dass die westlichen Sicherheitsbehörden immer besser in der Lage sind, islamistische Terroranschläge zu verhindern. Wie gehen Sie mit den extremistischen und terroristischen Bedrohungen um, die, vielen Dank, Miro Dietrich und Cynthia Miller-Idris beschrieben haben? Tore, ich glaube, die Frage nach der maritimen Sicherheit nehmen wir vielleicht zu dir, wenn das in Ordnung ist. Ich gucke da zum Fragenstellenden rüber. Ich glaube, da ist sie in erster Linie verortet. Und dann würde ich dich auch bitten, dass du anfängst. Right. Thanks so much for the question so far. Ja, vielen Dank für die Fragen bisher. Maritime Bedrohungen. I have to begin saying da this really muss ich zunächst mal zu sagen, dass das gar nicht mein Erfahrungsbereich ist. Aber es ist etwas, was wir in der Vergangenheit bei den Dschihadis verstärkt gesehen haben. Da hat man sich darauf konzentriert, auf dem Meer anzugreifen. Aber in den letzten Jahren sieht es so aus, als wäre das nicht besonders mehr eine Priorität gewesen. Was wir gesehen haben in den letzten Jahren, in den meisten Fällen, ist, dass die lokalen Gruppen des Islamischen Staates in den jeweiligen Ländern bei einigen Gelegenheiten Schiffe außerhalb von Mosambik angegriffen haben. Aber davon abgesehen,
Monitoring. Sicht der dschihadistischen Quellen ist das nicht mehr so eine starke Priorität. Sie konzentrieren sich auf Flugzeuge, auf Fahrzeuge, Kraftfahrzeuge und so weiter, aber nicht mehr auf Schiffe. Und was die Piraterie angeht, da muss ich sagen, es ist wahrscheinlich ein Fehler, von, wenn ich dazu irgendwas sagen würde. Wenn ich jetzt weiter etwas sagen sollte in Bezug auf die Frage von Sophia, das ist natürlich auch eine zum Teil sehr persönliche Antwort, die ich da geben kann. Ich glaube in der Tat, dass ein großes Problem ist bei den europäischen Staatsbürgern in diesen Camps in Nordostsyrien aus verschiedenen Ländern, aus ethischen Gründen und auch aus Sicherheitsgründen. Es gibt ein großes Risiko dafür, dass diese europäischen Staatsbürger dann entweder radikalisiert werden oder noch stärker radikalisiert werden, wenn sie es schon sind. Especially it's a problem for the younger generation. Es ist vor allen Dingen ein Problem für die jüngere Generation. Je länger sie dort bleiben, desto radikaler werden sie. Wir wissen, dass das Umfeld in diesen Camps sehr dazu beiträgt, die Menschen zu radikalisieren. Das heißt, je länger sie dort bleiben, desto höher ist das Risiko, dass sie tatsächlich radikalisiert werden. Und genauso wichtig ist es, dass diese Menschen eine Art Gefühl der Feindseligkeit gegen die westliche Welt mitbringen. Wir wissen, wie wichtig diese Narrative und Erzählungen sind für die Menschen selbst, aber auch für andere in dieser Bewegung. Denn das könnte dadurch eine mobilisierende Geschichte werden. Schaut mal, wie schlimm es im Westen ist. Die lassen uns einfach hier verrotten in diesen Lagern. Und das könnte eine sehr starke Erzählung in der Zukunft werden. Zum Glück haben wir aber gesehen, dass einige westliche Staaten, Belgien, einige dieser Personen zurückgebracht haben aus diesen Lagern oder die meisten zurückgebracht haben. Wir sehen also eine gewisse Bewegung dort, aber das kommt vor allen Dingen aus Ländern, die den Eindruck haben, dass sie zu Hause unter Druck sind und nicht so sehr, weil die Politiker tatsächlich diese Leute nach Hause holen. Das ist jedenfalls die Situation in Dänemark, wo ich herkomme. Da sind wir eigentlich nicht wirklich willens, diese drei Frauen zum Beispiel aus dem Ausland zu nehmen, weil die eine Sicherheitsbedrohung für uns dastehen. Und man denkt doch, müsste doch eigentlich denken, dass die Sicherheitsbehörden diese drei Frauen in den Griff kriegen könnten. Aber das ist eben politisch sehr problematisch. Cynthia, do you want to? Cynthia, möchten Sie auch darauf antworten? Ja, natürlich, gerne. Ich versuche das schnell zu machen, damit noch weitere Fragen gestellt werden können. Die Frage zu Maga und zu den Abtreibungsrechten und der Bedrohung in diesem Zusammenhang. Wir können die Bedrohung nicht unterschätzen, wenn Sie mal Beurteilung vor zwei Wochen gesehen haben. Das liest sich wirklich wie eine sehr starke Warnung zu vorhersehbarer Gewalt, die auf uns zukommt nach der Entscheidung des Supreme Court und nach den Midterm-Wahlen 2022 und den Wahlen 2024. Die Leute erwarten alle, dass es mehr Gewalt geben wird und die Bedrohung ist extrem hoch. Und das ist eine sehr frustrierende Phase, das zu beobachten und sich sehr machtlos zu fühlen, das zu stoppen, weil man eben nicht vorzeitig da interveniert hat. Das ist eine sehr negative und alarmistische Beurteilung. Ich möchte eigentlich nicht alarmistisch sein, aber das sieht einfach wirklich sehr traurig aus zurzeit in den Vereinigten Staaten. Sophie hat zur Rolle der Frauen eine Frage gestellt. Ja, natürlich, es wird ständig aus kleinen Gruppen von Wissenschaftlern dazu gearbeitet, auch in Bezug auf die White Supremacy Gruppen. Ich habe für die Friedrich-Ebert-Stiftung letztes Jahr auch einen Bericht geschrieben zur Rolle des Geschlechts in der extremen Rechten. Da hat auch eine niederländische Wissenschaftlerin
sehr gut zugearbeitet. Hillary Pilkington hat ebenfalls zu Gender und Rechtsextremismus gearbeitet. Also ich denke, da gibt es schon ein Verständnis davon, auch zum Beispiel viele weiße Frauen, die dann für Trump gestimmt haben und dann auch 2016 ihn gewählt haben. Das heißt, Frauen spielen da eine wichtige Rolle in der populistischen Seite und in der extremistischen Seite. Aber Frauen sind statistisch weniger gewalttätig und deswegen unterschätzt man ihre Rolle beim Rekrutieren, bei der Propaganda, bei den Online-Aktionen und in den QAnon-Webseiten spielen sie auch eine massive Rolle. Am 6. Januar haben sie sich auch stärker engagiert, als man das normalerweise von Frauen sieht. Man kann also sagen, dass solche politische Gewalt weitergehen wird bei den Frauen. Was hier die Auslöser und die sogenannten Wendepunkte angeht, um so etwas zu verhindern, was die Triggerpunkte oder die Auslöser angeht, da kann man sagen, bei Fox News und anderen Kabelnetzwerken, da sieht man auch viele Verbreitungen von solchen Verschwörungstheorien. 2015 mit Trump fing das an mit der Normalisierung gewisser eines gewissen Sprachgebrauchs in diesen Debatten. Als dann zum Beispiel Trump sagte, stand back, stand by. Wir wussten alle, was er damit meint, aber das wurde direkt aufgenommen als Legitimierung, als Aufruf zur Gewalt, als Aufruf zur Aktion. Und häufig ist es so, dass so unklare Aussagen oder Aussagen, die dann als Legitimierung begriffen werden, zu einer Verschärfung der Situation beitragen. Ich weiß nicht, wie man das verhindern kann im Mainstream, wenn man nicht frühzeitig investiert in Präventionsmaßnahmen, in zivile Aufklärung, in defensive Demokratie, wie man das in Deutschland nennt. Man kann also nicht nur die Ränder betrachten, um da was zu verhindern. Man muss den Mainstream betrachten, um Resilienz zu schaffen gegenüber Propaganda, gegenüber Verschwörungstheorien, damit die Leute erkennen, wo Desinformation stattfindet, damit sie also auch mit digitalen Mitteln umgehen lernen und auch dann solche Sachen erkennen können. Das ist noch nicht genug erfolgt. Warum machen wir das nicht? Warum machen wir es in den Vereinigten Staaten nicht auch in Bezug auf die Größenordnung der Investitionen? In Deutschland, in Norwegen, in Neuseeland wird investiert nach massiven Tragödien. Ich weiß nicht, was man in den Vereinigten Staaten braucht, um diese Investitionen, diese primäre Prävention zu haben. Die meisten Investitionen sind in Barrikaden bisher getätigt worden, dass man sich besser schützen kann vor solchen Anstürmen. Was Optimismus angeht, da sehe ich doch ein gewisses Potenzial. Und in den Vereinigten Staaten ändert sich das Narrativ. Die Leute verstehen zumindest auf der hohen politischen Ebene, was passiert. Aber bis jetzt sind noch keine Investitionen gefolgt. Vielen Dank. Also bezüglich der Rolle von Frauen in Verschwörungsideologien kann ich mich Cynthia nur anschließen. Das ist eigentlich ziemlich genau die gleiche Antwort. Es ist wenig Fokus drauf, weil sie weniger Gewalttäter sind. Aber sie spielen eine sehr zentrale Rolle auf vielen anderen Ebenen. Bezüglich der Frage nach Abhängigkeit von Krisen. Die Krisen sind natürlich das, was Verschwörungsideologien helfen, in breiten Fuß zu fassen. Teilweise wird aber natürlich auch probiert, diese Krisen irgendwie selbst zu erstellen, indem man Desinformationen oder eben Verschwörungserzählungen verbreitet, um eine Krise zu erstellen, die vielleicht so gar nicht da ist. Prinzipiell ist dabei vielleicht auch für uns wichtig, dass in Zukunft einfach klarer ist, wie viele zu Beginn der Pandemie bereits gewarnt haben, dass bei all diesen gesellschaftlichen Krisen wir das Problem von Verschwörungsideologen haben. Das heißt, bei jeder Krise muss mitgedacht werden. Man sprach dann von der Infodemie neben der Pandemie, dass Verschwörungserzählungen sich verbreiten werden und all die Arbeiten, die in Krisen notwendig sind, erschweren werden, die Krise länger rausziehen würden und dass wir hier irgendwie Antworten haben, die von Anfang an mitgedacht werden in den Bearbeitungen dieser Krisen. Zur Frage der Sicherheitsbehörden. Sie erwachen aus einem langen Schlaf. Sie werden wacher. Wir sehen dieses Jahr auch viel mehr Hausdurchsuchungen und Verhaftungen im rechtsextremen und verschwörungsideologischen Bereich.
Wir sehen auch, dass tatsächlich digitale Ermittlungen deutlich zugenommen haben, dass nicht immer Facebook die IP-Adresse geben muss, damit eine Verhaftung stattfindet, sondern auch Techniken wie OSINT haben langsam den Einzug in deutsche Sicherheitsbehörden gefunden. Aber hier ist auf jeden Fall noch sehr großer Aufholbedarf. Es ist sehr viel Wissen nachzuholen, hier ist sehr viel Kompetenzen nachzuholen. Und gerade wenn es eben nicht um feste Strukturen, um feste Gruppen geht, sondern diese beschriebenen Lone Wolf-Akteure, da gibt es noch, auch gerade der Gaming-Bereich ist noch sehr großes Mysterium für die Sicherheitsbehörden. Da ist auf jeden Fall noch sehr viel Aufholbedarf. Vielen Dank. Okay, also wir haben noch Zeit für Fragen. Sagen wir noch mal kurz, wie viele Minuten haben wir? Okay. Ich hatte ganz viele Meldungen hier auf der rechten Seite vorhin. Ich habe einmal einen Kollegen, ich glaube von der GdP, und dann war hier in der Mitte noch und hinten links. Ja, mein Name ist Sven Hüber. Ich bin von der Gewerkschaft der Polizei, 200.000 Mitgliederorganisation, größte Polizeiorganisation der Welt. Meine Frage bezieht sich auf den Schnittpunkt oder den Kipppunkt vom Extremismus zum Terrorismus, im berufsbedingt. Wenn man sich die Fallzahlen anschaut von terroristischen Aktionen in der westlichen Welt, weil der Fokus gerichtet und die Trends, stellen sich mir zwei Fragen. Erstens, wirken alle Trends in allen westlichen Ländern gleich? Und zweitens, welche Erklärung gibt es dafür, dass dieser Kipppunkt von extremistischen Einstellungen hin zum terroristischen Akt oder zum politischen Mord und anderen sozusagen terroristischen Gewalttaten in den westlichen Ländern doch sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Also wenn in Spanien nur 10% der terroristischen Aktivitäten festzustellen sind, wie in Deutschland oder nimmt man Neuseeland, Australien, Japan dazu, dann scheint es mir wenigstens, dass der Westen sozusagen nicht im gleichen Maße betroffen ist. Und wenn das so ist, dann stellt sich die Frage, warum? Warum sind bestimmte Phänomene in den USA viel ausgeprägter als meinetwegen in Estland, in Polen oder in Ungarn? Vielen Dank. Ich hatte in der Mitte eine Hand gesehen, hier vor meiner Rechten. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Dann gehen wir nach hinten links. Dem Herrn, genau. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Samad Hüseyin. Ich war viele Jahre im Bundestag als Referent und bin jetzt in einem Unternehmen für Gesundheitspolitik zuständig und habe aber immer noch mit dem Thema innere Sicherheit ein wenig Berührungspunkte, weil ich früher im Innenausschuss im Bundestag habe mitwirken dürfen. Ich würde gerne an die Dame aus den USA eine Frage stellen. Ich habe viele Jahre in den USA leben dürfen und habe gemerkt, was das für eine großartige Gesellschaft ist. Sehr stark auf kulturelle Vielfalt ausgerichtet. Migranten haben die Möglichkeit gehabt, den gesellschaftlichen Aufstieg zu schaffen. Es gibt einfach eine kulturelle Diversität und der gesellschaftliche Aufstieg wird auch ermöglicht Migranten. Warum schaffen wir das hier in Deutschland nicht? Warum gibt es hier in Deutschland nicht die Möglichkeit, dass sich Menschen genauso stark gesellschaftlich integrieren und kulturell assimilieren, wie ich das in den USA erlebt habe? Wieso sprechen wir hier in Deutschland immer so stark von Clan-Kriminalität? Warum stigmatisieren wir so gerne hier in Deutschland? Und in den USA geben wir den Menschen die Möglichkeit, mit Migrationshintergrund in die höhere Ministerialbürokratie einzusteigen, Botschafter zu werden, in die Parlamente zu gehen. Wo sehen Sie da die Unterschiede zwischen Deutschland und USA? Danke. Vielen Dank. Gut, die dritte Hand hat nicht gesehen, Herr von Ahlefeld. Herr Ahlefeld, wenn Sie dann. Johannes Ahlefeld, Referent der SPD-Bundestagsfraktion. Ich habe eine Beobachtung anknüpfend an das, was Cynthia gesagt hat. Nicht nur die Technologie, auch die Patchwork-Ideologie ist bei vielen IS-Terroristen, jedenfalls Anis Amri, aber auch andere vier seiner Freunde, sehr typisch gewesen. Dass nicht nur die Technik in Anführungszeichen, sondern auch eben bei dem ideologischen Rüstzeug mag dadurch die Feindbeobachtung in Anführungszeichen, mag es sehr viele Parallelen geben. Und man bedient sich ja auch dann diesem Jugendkult und Codes in beiden Spektren in gewisser Weise. Aber ich wollte
fragen, was kann man dagegen tun? Neben der digitalen Bildung oder Sensibilisierung, die Cynthia vorhin angesprochen hat, was funktioniert? Es werden ja verschiedene Sachen angeboten, Fact-Checking, ein bisschen gegen Agitprop im Sinne eben auch gezielt, dass wir dagegen halten oder eben auch die Frage Kanäle sperren. Was gibt es da Untersuchungen zu? Was wirkt? Was hilft? Danke. Ich glaube, das ist eine Frage, die können wir auch an alle geben, oder? Ja, okay. Dann können wir, glaube ich, noch einen dazu nehmen. Ich hatte da hinten links noch eine Hand gesehen. Genau, nehmen wir den. Kaspar Schliepack, Fachstelle Islam im Land Brandenburg. Meine Frage geht an Tore. Du hast davon berichtet, dass die Konfliktlinien zwischen den verschiedenen dschihadistischen Gruppierungen langsam verblassen. Mich würde einmal interessieren, was sind die Narrative und die Themen, die jetzt genommen werden, um ja, Aussöhnung zu fokussieren? Was sind die oder wer sind die Prediger, die diese Aussöhnung oder ja, diesen neuen Trend vorantreiben, sowohl im Nahen Osten als auch in Europa? Und ja, was sind die Spoiler für diese Entwicklung? Also was könnte dazu führen, dass diese Aussöhnung nicht klappt? Vielen Dank. Danke. Und ich glaube, wir hatten auch noch welche im Chat. Ich hatte vorhin gesehen, da waren noch eine Nummer 3 und 4. Dankeschön. Wir haben noch eine Frage an Miro, wenn ich das richtig sehe. Miro Dietrich sprach von OSINT. Könnte er noch einmal erklären und kontextualisieren? Ich glaube, das kriegt er hin. Miro, möchtest du diesmal anfangen? Kann ich gerne machen. Also zur Frage OSINT, steht für Open Source Intelligence, bedeutet, dass über offene Quellen, die im digitalen Bereich, also die für alle zugänglich verfügbar sind, Spuren zusammengesucht werden und darüber eigentlich klassische Intelligence-Arbeit gemacht werden. Im Praktischen bedeutet das so Dinge wie, wenn man auf Telegram einen anonymen User findet, gibt man den Usernamen auch bei Instagram ein und sieht vielleicht darüber Informationen, also über so digitale Puzzeln, Rechercheergebnisse mit unterschiedlichen Fähigkeiten zutage bringen. Zur Frage, warum der Westen unterschiedlich betroffen ist, ist, glaube ich, eine Frage, die man in der Kürze nicht beantworten kann. Ich glaube, das hat sehr viele unterschiedliche Gründe, seien es das Historische, seien es das Materielle, seien es wie die Entwicklungen stattgefunden haben, wie die Sicherheitsbehörden darauf reagiert haben. Ich glaube, das ist schwer zusammenzufassen. Zur Frage, was tun? Ich sehe stark, dass natürlich, wenn wir jetzt auch im Sicherheitspolitischen hier sprechen, ist immer ein sehr starker Fokus auf das Angebot von Extremismus und Verschwörungsideologie. Also es geht um Strafverfolgung, es geht um die Plattforming, aber sehr wenig wird sich beschäftigt mit der Frage um dem Angebot, der Nachfrage. Also warum wollen diese Menschen überhaupt diese Inhalte konsumieren? Warum gibt es darauf überhaupt das Interesse? Und ich sehe auch in der Erzählung, wie wir über die Themen sprechen, geht es immer viel um, jemand ist irgendwie in ein Rabbit Hole gefallen. Das sind alles immer so sehr passive Sachen oder Algorithmen haben uns radikalisiert. Und ich glaube, das vernachlässigt etwas den aktiven Teil, den Menschen einnehmen in diesem Ganzen. Und hier, ohne diese ganzen Sachen allzu sehr zu entpolitisieren, sehe ich zwei starke Kräfte, die Menschen daran in diese alternativen Communities online treiben, sei es Rechtsextremismus oder Verschwörungsideologie, zu Islamismus kann ich nicht so viel sagen, die sie dort reintreiben und vor allem dort auch halten. Und zum einen ist das die Fragmentisierung der Gesellschaft, die wir erleben, das heißt klassische Gemeinschaften, wie es früher gab, über Kirche, Dorfgemeinschaft, Großfamilien haben wir nicht mehr. Die Leute suchen aber nach diesen Gemeinschaften, die sie eben jetzt im Digitalen in unterschiedlichen Orten finden. Und zum anderen sehen wir, dass es uns an einer großen Erzählung fehlt, warum wir denn überhaupt diese Dinge alle tun, also nach einer sinngebenden Erzählung. Und diese Menschen finden sie dann in der Verschwörungsideologie oder im Rechtsextremismus. Im QAnon-Bereich ist es ein epischer Kampf zwischen Gut und Böse, der auf der Welt stattfindet. Und man rettet jetzt irgendwie Kinder vor Satanisten im Rechtsextremismus. Der Halle-Attentäter hatte ein Langschwert in seinem Auto. Er sah sich als Kreuzritter, der die Welt vor der Islamisierung befreie. Genau, und das ist eigentlich sehr schade, weil
das menschliche Streben nach Gemeinschaft und nach einem Sinn im Leben sind ja eigentlich sehr gute menschliche Eigenschaften. Und ich glaube, hierauf müssen wir neue Antworten finden, wie wir diesen Menschen andere Dinge anbieten können, dass sie eben nicht in so digitalen alternativen Welten verloren gehen. Vielen Dank. Cynthia, möchtest du weitermachen? Ja, vielen herzlichen Dank. Die ersten zwei Fragen. Warum gibt es die großen Unterschiede zwischen den USA und Deutschland? Und wie sieht es aus mit der neuen Entwicklung? Ich meine, man könnte Monate darauf verwenden, diese Fragen zu beantworten. Es ist wirklich schwer, eine einzige Antwort darauf zu geben. Ohne dass man nur ein paar Sekunden total oberflächlich klingt. Ich habe viel Zeit in Deutschland verbracht und mag Deutschland wirklich wahnsinnig gerne. Ich finde die politische Kultur auch toll, denn man versucht ja da wirklich mit der Vergangenheit klarzukommen. Und Sie sind an die harten Fragen rangegangen in Deutschland und das ist immer noch der Fall. Es geht um die jüngste Geschichte und die Vergangenheit. Und man versucht alles daran zu setzen, um sicherzustellen, dass das nicht mehr passiert. Und in den USA sagt man einfach, die Vergangenheit interessiert uns nicht. Wir wollen nicht als Kultur uns mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Als Gesellschaft gibt es da eine Menge Widerstand, wie wir auch sehen bei den christlichen, rassistischen Theorien. Da besteht die Unbereitschaft in manchen Schulbereichen, über das Thema Rasse zu sprechen, über die Geschichte der Sklaverei. Man will die Geschichte des eigenen Landes nicht mit all den Ungerechtheiten und Ungleichheiten erörtern, sondern wir sprechen eher über die Zukunft in unserer Gesellschaft. Ich denke, das ist eine Dynamik, die es Migranten erlaubt, in unser Land zu kommen, ohne diese strukturellen Erbe der Diskriminierung mit sich zu bringen. Denn das hat ja, wie wir wissen, so viele unserer Afroamerikaner und die vorherigen Sklaven davon abgehalten, sich weiterentwickeln zu können. Das gibt ja diesen strukturellen Rassismus, der auch uns heute immer noch jedweden Einzelnen betrifft. Ich denke nicht, dass in unserem Land dieses Problem mal gelöst ist, aber die politische Kultur und die Geschichte werden einfach anders angegangen. Und das hat wahrscheinlich auch starke Auswirkungen. Aber das ist nur eine Hypothese. Warum hat die USA so ein großes Problem? Nun, aufgrund der Waffen und Waffengesetze. 400 Millionen gibt es jetzt insgesamt. Es gab super Verkäufe von Waffen während der Pandemie. Es gab keine Munition mehr. Politische Bildung gibt es nicht so sehr, denn man versucht einfach nur den Leuten Schreiben und Lesen beizubringen und Mathe, aber sonst weiter nichts. Keine politische Bildung findet eigentlich statt. Das sind die größten Probleme, obwohl es natürlich noch mehr gibt. Was funktioniert, was könnte funktionieren? Verschiedene Sachen. In meinem Forschungslabor nutzen wir in Augenregulation. Das ist die Einstellung dazu im Zusammenhang mit Jigsaw. Das ist eine Tochter von Google. Wir nutzen viele Videos, videobasierte Lehrmethoden, um zu zeigen, wie Online-Manipulation funktioniert. Und wir haben echt wichtige Informationen beziehen können. In den ersten Jahren haben wir Interwax-Propaganda analysiert, White Supremacy-Propaganda. Und jetzt versuchen wir mal zu analysieren, wie man dieses erfolgreiche Modell über Video ausweiten kann, damit eigentlich jeder sich mal vor Augen führen kann, wie das funktioniert und nicht nur 2000 Teilnehmer auf einer experimentellen Plattform. Also gucken Sie sich das an. Ich denke, die Idee dabei ist, dass man die Leute erreicht, bevor sie beeinflusst werden und somit dann eine eigene Position der Propaganda gegenüber entwickeln können. Es gibt auch Inhalte, die zirkuliert werden. Es muss also auch teilweise der Inhalt beschränkt werden und die Leute dürfen davon nicht immer profitieren. Extremistische Gruppen dürfen halt auch nicht so Fonds über PayPal oder andere Plattformen generieren und wir müssen auch verhindern, dass Produkte verkauft werden oder Algorithmen genutzt werden, mit denen Produkte verkauft werden, mit Anti-Vax-Propaganda, also Anti-Impf-Propaganda oder ähnliches, wie es in dem letzten Winter passiert ist. Diese Missinformation wird so zirkuliert von Leuten, die sich damit bereichern wollten, auch in anderen Ländern. Und sie wollten dann auch Verbindungen zu den Produkten, die verkauft werden sollten, herstellen. Es gibt also komplizierte Lösungen. Es gibt nicht nur eine Lösung. Aber die Technologie zu nutzen, um zu intervenieren, ist ganz besonders unabdingbar. Vielen Dank. Tore.
Yes, I'll focus on the question about. Ich konzentriere mich mal auf die Frage der Aussöhnung. Ich denke, das Narrativ oder das wichtigste Narrativ besteht darin, dass es notwendig ist. Die Bewegung war fragmentiert, und zwar schon seit, sagen wir mal, 8-9 Jahren. It has been one of the main, or it has been a primary obstacle for. Es war eines der Haupthindernisse für die Bewegung, die damit ihre Ziele nicht erreichen konnte. Militante im Westen und auch im Nahen Osten sehen es als Notwendigkeit an, stärker zu werden. Als geeinte Bewegung hat man natürlich stärkere Möglichkeiten, die eigenen Ziele zu erreichen. Welche Wissenschaftler haben diese Idee gefördert? Ich denke, das wurde nicht wirklich wissenschaftlich angeführt, sondern es ist eigentlich hauptsächlich ein Diskurs unter den jungen Anhängern. Natürlich gibt es Ayman al-Zawahiri, der als Al-Qaida diesen Diskurs angeführt hat, nicht so sehr in den letzten Jahren, aber davor. Und dann gibt es natürlich auch den Abu Mohammed al-Aqdisi aus Jordanien, der die Idee gefördert hat, dass Al-Qaida und der Islamische Staat Mitglieder sein sollten, die sich zusammenfügen. Und man sagt, okay, ihr habt doch so viel gemeinsam und es gibt so wenig Unterschiede. Warum macht ihr dann da nicht gemeinsame Sache? For the objective that und kämpft gemeinsam für die Ziele, die er doch eigentlich teilt. Nun zu den Spoilers, zu denen die versauern. Ich denke, da gibt es eine wichtige geografische Unterscheidung, die man treffen muss. Es ist viel leichter, sich zu verbinden, wenn man in Dänemark, in Frankreich und Deutschland Anhänger zu finden versucht, denn die haben gegeneinander Krieg geführt, aber Leute, die sich in Syrien, im Irak oder in Nigeria oder sonst wo bekriegt haben, da wird es viel schwieriger sein, diese Erfahrungen aus der Vergangenheit zu überwinden, diese Gefühle der Fragmentierung, der Teilung. An Al-Qaida und ein IS-Anhänger in Deutschland, für die wäre es doch viel leichter zu sagen, na gut, join the same group. Machen wir doch in einer Gruppe zusammen weiter. Wir kämpfen ja gemeinsam für das Emirat oder das Kalifat. Wir haben uns nicht gegenseitig umgebracht. Wir haben zwar mies übereinander geredet, aber vergessen wir es doch einfach. Deswegen ist es auch so leicht für einen Typ wie Abu Mahdi Bakdisi im Norden des Landes zu sitzen und zu sagen, warum vereint ihr euch denn nicht? Er hat ja noch nie erfahren, wie die Fragmentierung sich auf dem Schlachtfeld ausspielt. Und das ist natürlich eine ganz andere Erfahrung. Kannst du noch ganz kurz was dazu sagen, ob du Faktoren identifizieren kannst, die verschiedene Radikalisierung bzw. terroristische Aktivitäten in verschiedenen europäischen Ländern bedingen? Das war die Frage des Kollegen von der Polizei. So what factors that welche Faktoren die Radikalisierung in verschiedenen europäischen Ländern? In manchen Ländern einen starken Anstieg oder ein starkes Vorhandensein des Phänomens gab und gibt und in anderen weniger. Ich denke, da sollte die Experten aus den verschiedenen europäischen Ländern herkommen und die Antworten auf diese Fragen geben, denn das hängt auch so stark ab von den verschiedenen einheimischen Variablen, Krisen, Narrativen. Das ist sehr extrem schwierig für mich, jetzt hier eine umfassende Antwort auf diese Frage zu geben. Aber in Dänemark kann man sehen, dass wenn es bestimmte Debatten in der Gesellschaft gibt, wir dann Ausschläge nach oben und nach unten in Bezug auf die Radikalisierung sehen. Das hängt sehr stark von der politischen Debatte, vom politischen Klima ab in den verschiedenen Ländern. Und offensichtlich haben wir verschiedene Push- und Pull-Faktoren, die extrem lokal wirken. Zum Beispiel in Großbritannien sehen wir jetzt wieder
ein Anstieg der radikalen islamischen Hauptfiguren. Da ist zum Beispiel einer, der nach 6 Jahren Gefängnis wieder frei ist und als Radikalisator wieder wirken kann. Also eine prominente Figur ist wahrscheinlich immer so ein Auslöser für eine verstärkte Radikalisierung im Vergleich zu anderen Ländern, wo es keinen solchen radikalen Führer gibt. Es hängt also von lokalen einheimischen Faktoren stärker ab und nicht so sehr von globalen Narrativen. Ich glaube, so für 1-2 Fragen haben wir noch Zeit. Ich gucke mal so ein bisschen darüber. Okay, für 1-2 Fragen hätten wir noch Zeit. Gibt es noch welche aus dem Publikum? Okay, das ist auch in Ordnung. Oder habe ich gerade was übersehen? Nein, okay. Das ist auch in Ordnung. Dann bedanke ich mich für die vielen interessanten Fragen aus dem Publikum. Ich bedanke mich für die vielen interessanten und aufschlussreichen Antworten unserer Referenten. Und bin froh, wenn wir Sie bei der nächsten Veranstaltung wieder begrüßen dürfen. Wir gehen davon aus, dass wir im Herbst unsere zweite Auflage durchführen werden. Und es bleibt mir eigentlich nur, denjenigen, die jetzt nach Hause gehen, einen schönen Nachhauseweg zu wünschen. Und denjenigen, die noch hier bleiben, um etwas zu sich zu nehmen, die sehe ich gleich. Vielen Dank. Cynthia, thanks a lot for attending via the streaming.